Hast du dir das jetzt extra aufs fucking Ding auf dein Soundboard gemacht oder was? Sicher. Card Games on Motorcycle! Card Games on Motorcycle! Ach du Scheiße, wie viele Sprachen. Ist das eigentlich die komplette Story über Yusei oder? Nee, tatsächlich, das ist eine eigene Story. Ach so. Du spielst einen eigenen Typen. Look at my magnificent Dick Pig Dragon. Nein, nicht der Dick Pig Dragon! Hannibal, nein, nicht der Dick Pig Dragon! Warte, wie viel. Wow, okay, ich kann einen ziemlich lang machen. Vielleicht sogar wirklich komplett Mr. Schoßmann an reinhauen? Ja. Oh! Oh! Ich glaube, ich nutze das mal aus. Stell mal vor, du hast wirklich so einen Namen und die Leute sind gezwungen, dich immer so auszusprechen. So. Ach, schön, dass du da bist. Oh! So. Dein eigener Name, andere Informationen können öffentlich im Internet auf der Rangliste. Was? Okay. Oh, warte. Ach so, da ist wieder so, du hast wieder so einen eigenen Typen. Ja. Ach, wow. Du bist also der Self-Insert, alles klar. Oh, habe ich das Spiel sogar mal gespielt? Alter, was ist diese Farbe? Kommt irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich nehme mal die hier. Nice guy. Rapist. Nice guy. Rapist. So schnell geht das. Möchtest du, Jaden sein? Hm. Oh ja, das sieht beefig aus. Okay. Dass man die Dings nicht, die Haarfarbe nicht ändern kann, ist ja doof. Kannst du nicht? Nö. Ah, stimmt. Das war two games in one, basically. Es gab einmal einen Story-Mode und einmal gab's dieses World Championship. Das ist die hier so... Einfach Spiel. Ja, World Championship Edition. War sonst immer... Ich hab die Version davor immer ziemlich gern gespielt. Ultimate Masters oder so. Ich meine Stardust Accelerator irgendwann... Das war ein DS-Spiel, oder? Ja. Ja, dann hab ich das definitiv mal damals auf meiner... hier... Ja, R4-Card war es jetzt zwar nicht, aber halt so ein Teil mal gespielt. Das Ende ist absolut busted. Mhm. Weil du irgendwie vier oder fünf Gegner hintereinander besiegen musst. Deine Lebenspunkte regenerieren sich nicht. Das, was ich am lustigsten finde, ist ja, dass du hier ab und zu mal wirklich Motorradmission hast. Mhm. Er hat halt gewonnen! Einfach zu gut! Kann er seinen Tod einnehmen? Wie lange will er unbedingt eine Legende bleiben? Er ist König! Jack! Alter, dieser Pompadour. Natürlich bin ich König! Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Haare von dem aussehen wie ein umgedrehter Hotdog? Ja, ne? Ihr gehört in der Sixlegel zu mir. Nicht nee, so rede ich Jack nicht die ganze Zeit. Yusei! What is it, Yusei? Card games on motorcycles! Ach so. Ach, das fängt ja schön an. Ich bin einfach tot. Da liegt jemand auf dem Boden. Bist du in Ordnung? Hey, Alter. Lebst du noch? Nicht? Okay. Ich bin jetzt schon tot. Ich will Andi auf NEM-Flugzeugkarten spielen sehen. Nimm Flugzeugkarten? Was? Bin es in einem unbekannten Ort wieder. Ja, man ist so ein Amnesie-Typ einfach. Oh Gott sei Dank, du bist zu dir gekommen. Du meinst das Duell von Seto Kaiba und diesem Typen, der so seine Luftfestungsroboter da hatte? Ich glaube ja. In der Orikaikos-Staffel? Die keiner mag. Ich weiß nicht, die Orikaikos-Staffel mochte ich sogar. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ja dieses Rüstungsduell geliebt, ne? Mit gegen Joey. So. Es war Joey so übertrieben lächerlich, aber es war trotzdem irgendwie toll. Ja. Oh, wir düsen einfach rum. Oh.
Aber ich habe auch den kompletten Clip. Und der am Ende sagt Jack sogar wirklich Children's Card Games on Motorcycles. Echt? Ja, ich kann es mal abspielen. Jack, you say! There's something you should know. What is it you say? I came. What? To this city. Oh. To give you a message. Card games on motorcycles. Card games on motorcycles! Card games on motorcycles. Crow, did you hear that? Card games on motorcycles! Card games on motorcycles! Card games on motorcycles! Wait Jack, for it. What is it you say? I came. Children's Card Games on Motorcycle! Wow, Tatsache. Dann kann ich mich gar nicht erinnern, was er am Ende gesagt hat. Es wird am Ende reingeschnitten, also. I don't blame you. Lange, lange Zeit als Domino genannt. Ja, und dann kam Kyber Corp und alles änderte sich. Aber ganz ehrlich, Leute, Card Games on Motorcycles oder Kartenspiel auf Motorrädern, das ist zwar ganz nett, aber ihr müsst euch mal die aktuelle Staffel von Yu-Gi-Oh! Angucken. Da gibt es Card Games on Boogieboards. In VR. Ich warte nur noch auf ich warte nur noch auf Card Games on Segways. Oh nein. Stehst du auf so einem Segway-Roller und duellierst dich? Der Kaufhaus-Cop kommt dann mit einer Dual-Disc. Barbercup, Markup, Barbercup, Markup. Oh, Moment mal ganz kurz. Fällt mal auf. Ey, irgendwie. Mein Mikro mag Card mich nicht. Games on Airplanes. Aber manchmal ist es zu laut. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich stelle es viel zu leise ein. Und dann gibt es Momente, da übersteuere ich einfach nur. Kenn ich. Das ist. Fuck it. Du hast eine Dual-Disc, ja Mensch, das ist ja richtig Töfte. Hat er denn auch ein Motorcycle? Ich glaube, ich habe kein Motorcycle. Mist. Das ist vielleicht dann etwas, wenn du dich mit jemandem duellierst. Mhm. Das kommt mir wie bekannt vor. Ja, du erinnerst dich an Zeug, wenn du dich duellierst. Genau sowas haben sie, glaube ich, wirklich in der Originalstaffel gemacht, aber erst ein bisschen später. Also der ganze Kram mit deiner World Map gehabt. God Games on Meat Grinders. Warte mal. God Games on Meat Grinders. Warte mal, woraus besteht mein Deck? Deckerstellung. Ich hoffe, du hast ein Junk Deck am Anfang. Ich liebe den Junk Warrior. Ich hab den Schöpfer. Racheneis. Ich hab finstere Valkyrie. Oh, der Rechner ist lustig. Alter, ich hab so ein zusammengewürfeltes Deck. Oh, dunkle Valkyrie ist aber auch nett, wenn ich mich richtig. Wieso hab ich Psi-Monster? Zwillingslaufdrache. Das ist echt von allem etwas. Alter, das ist ja mal ein richtiges. Na okay, immerhin hab ich Schildstoß. Und das war so eine Staple-Sache damals. Urknallkanone ist auch ziemlich gut zu Anfang. Ich hab göttlicher Zorn, okay. Und magische Störung, Regigebrecher. Gar nicht mal so schlecht. Geht so, also. Es macht. Es synergiert zwar absolut nicht, aber es sind gute Karten drin. Ja. Aber ist das jetzt mein. Ist mein Side-Deck oder? Nee, doch, das ist mein Side-Deck. Habe ich auch noch einiges an Blödsinn drin. Ach, der Feenmeteor ist cool. Und überrollende Hedgler auch. Okay, ich habe Gaia, Ritter, Kraft der Erde, magischer Android. Sie Lebenstrade. Das sind meine Boss-Monster. Ach, Gaia, Ritter ist ganz nett. Das ist schon viel Angriff. Für wenig. Okay, ich habe einen Level 3-Empfänger. Was können denn deine. Kein magischer Android, der andere. Weil die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, der Rechner war lustig. Was war das nochmal? Das könnte witzig werden. Hat der Rechner nochmal?
Ich weiß es nicht. Ich mach das so. Du kriegst 300 für irgendwas. Was war das nochmal mit Synchro? Alles auf dem Friedhof? Oder? Synchro war, du brauchst einen Empfänger und jeweils ein Nicht-Empfänger-Monster. Und zusammen, also die Stufe von beiden müssen denn die Sterne vom Synchro-Monster geben. Du kannst sogar mehr als einen Empfänger, mehr als ein Nicht-Empfänger-Monster benutzen. Eben, das kommt aber immer auf das Monster an. Also im Grunde genommen ist es, du brauchst ein Empfängermonster, das hat dann, weiß ich nicht, Level 3 oder so, und du willst ein Level 7er Synchromonster beschwören. Dann müssen die restlichen Level, die du noch dafür opfern musst, 4 sein. Genau 4. Heißt ein Level 4 Monster oder zwei Level 2 Monster oder so, wie es halt gerade passt. Gott, ich sehe richtig aus, als hätte ich einfach meinen Kaffee heute Morgen noch nicht bekommen. Niemand gehört, gehören Smileys. Hat mein Typ gerade gesagt, das wird lecker? So, kann ich auch machen. In dieser Karte entspricht die Summe der Stufen aller Monster, die du kontrollierst. Ach, das ist der Rechner. Oh, das alle, war das. Alle Stufen, also alle Stufen auf deinem Feld sind 300. Also er hat schon mal von sich aus 600, aber er kann ordentlich powerful werden. Warum habe ich sowas hier? Wenn dein Gegner ein Monster spielt, kannst du eine Karte abwerfen und diese Karte Hand. Nee, du kannst nur einen Empfänger benutzen. Das ist nur bei bestimmten Monstern, dass du mehrere Empfänger brauchst. Okay. Dein Gegner ein Monster angreift in die Kampfposition. Okay. Diese Fall jetzt für jedes. Natürlich Pflanze auf dem Friedhof gelegt wird. Leckerhäschen ist nett, um ein bisschen was aufs Feld zu kriegen. So Stufen aufs Feld zu kriegen. Damit der Rechner schon ordentlich durchheizen kann. Da kriegen wir schon hin. Pass auf, und jetzt verkacke ich das Tutorial-Duell. Ich glaube, das ist so geskriptet, dass du es nicht mal verlieren kannst, weil sie einfach nur so richtig verschissene Sachen hat. Oder er, ich kann dich. Sie hat gerade seine gesamte Hand getrashed. Ach, der magische Hammer. Der ist toll. Ja, Mensch, das ist jetzt nicht toll. Du Goblin-Dieb, Alter. Moment, was? Wieso hat die. Achso, wegen dem Banner. Schon voll sein, warum hat die Xbox-Maschine dann 200 mehr? Cool. Baboom. Hier, komm. Gönn ich dir. Was war das hier? Wenn Gegner ein Monster angreift, in die Kampfposition des Monsters, wenn diese entdeckte Karte durch einen Effekt. Achso, okay. Ich glaube, du konntest dein Level 5 Monster eigentlich speziell spielen. Oh, schön ist das Shadow in meinen Augen. Selbst ein Yu-Gi-Oh! Super rüberbringt, dass ich es mir geben kann, sonst hasse ich Kartenspiele. Also, okay. Das ist gut zu wissen. Ja, nur wenn ich speziell beschwöre. Wenn der Gegner speziell beschwört, ja. So, ich hau ihn jetzt mit einem Taschenrechner. Oder auch nicht. Ist auch okay. Na, hat er irgendwas? Nee. Wow. Jetzt kann ich aber trotzdem nichts machen, weil ich immer noch quasi gebannt bin. I'm banned. Was bist du? Einmal. Ja, mein Taschenrechner ist gebannt. Warum ist der gebannt? Wegen Spellbinding Circle. Oh Gott. Kannst du ein Monster deiner Gegner kontrollieren, Verteilung ändern? Du bist ein Empfänger. Ja. Hab ich einen Level 4er? Nein. Du hast einen Level 6er und 2 5er, glaube ich. Nee, ein 5er, ein 7er noch. Also so, ja. Wenn ich aber meinen Eisdrachen beschwöre. Mein Dracheneis. Ein Eis am Stiel und ihn danach beschwören. Ja, warte mal. Ich kann meinen Taschenrechner sowieso nicht benutzen, also von daher. Ja, okay. Oh, warte mal. Oh, ich bin schlau.
Aber nur ein bisschen. Jetzt ist mein Taschenrechner vor allem noch mächtiger. Und das Krasseste ist einfach mal, das Ding bleibt jetzt die ganze Zeit auf seinem Feld. This is what you get. Oh Gott. So eine Karte, wirklich? Falle entfernen, Alter. Falle entfernen, ja. Alter. Willkommen 2009. Das ist noch nicht mal 2009, das ist irgendwie 2000. Nee, das ist ja hier irgendwie, ja gut. Warte mal. Also ich habe jetzt einen Level 2 Empfänger und kann ich aus meinem Level 7 Vieh rausholen. Was ist denn das? Nicht Fänger Monster, einmal kannst du ein Monster von Typ Psi von einem Friedhof im Spiel entfernen. Habe ich gar nicht. Also wäre das sogar ziemlich Blödsinn, das jetzt zu beschwören. Ja, Psi-Lebentransfer macht nur Sinn in dem Psi-Deck. In dem Psi-Deck, ja. Also im Grunde genommen Raw Damage. Ja. Egal, ja. Ja, nö, dann spare ich mir das lieber mal auf. Zumal, er muss erstmal ein Monster wiederziehen. Ich glaube, er hat einfach gerade das größte Kartenpech überhaupt. Was sehr gut ist. Gradius. Wow. Oh, Gradius ist stylisch. Mein Robohase. Ist doch geil, jetzt hast du noch zwei weitere Robohasen. Habe ich überhaupt noch andere Robohasen? Ja, hab ich. Geil. Ich sag ja, das ist richtig hier, richtig 2002. Legend of the Blue Eyes und so. Moment, du hast nur einen weiteren Hasen, oder? Ich weiß nicht. Warte mal. Ich wähle einen Mecha-Hasen als Spezialbeschwörung. Nee, du kannst nur einen Spezialbeschwören bei Zerstörung. Ah, schade. Ich dachte, der wird einfach beide aus dem Deck beschwören. Nö. Ja, nicht durch Kampf. Warum hat man so eine Karte hier? Sonic-Hühnchen. Why? Keine Ahnung. Ich weiß, Yusei hat benutzt. Ich weiß aber nicht mehr, was er damit wirklich angestellt hat. Der Yusei ist auch nicht unbedingt der, ne? Vor allem der Effekt ist ein bisschen zu schwach, ganz ehrlich. Ich würde es verstehen, wenn es irgendwie 1500 oder mehr ist, aber 1900? Ne. Komm, machen wir es einfach mal. Wenn du wirklich was willst, was nicht zerstört werden kann, dann holst du dir Seelenschnitter oder Marshmallow. Ja, eben, Seelenschnitter oder Arschmelon. Marshmallow mag ich ja, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das Ding toll. Ja, genau. Jetzt hätte ich fast das Ganze falsch gelesen. Das hätte mir jetzt alles nochmal abgefuckt. Alter, so sieht die Karte von Namen aus, Alter. Ich bin kein Freund von Psi-Monstern, nur mal so nebenbei. Ich weiß gar nicht mehr, was sie konnten. Das ist halt ein Typ, ne? Also. Ja, so ein Archetype, aber. Oder nicht mal Archetype. Nicht mal Archetype, es ist ja ein richtiger Typ. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was sie konnten, was sie so besonders gemacht hat. Es gab, glaube ich, ein Archetype, der war Psi, der war sogar ziemlich gut. Weiß auch nicht, hyperaktive Schreibmaschine oder sowas. Wahrscheinlich irgendwie so ein Staple damals. Joa. Hab ich noch einen dritten? Ja, Tatsache, ich habe noch einen dritten. Ja gut, aber da musst du so dein gesamtes Deck darauf aufbauen, dass du wirklich diese Level 1er Monster stärker machst. Also ich kenne das Deck, das ist dann irgendwie mit diesem, wie heißt da? So die Entwicklung von diesem Totengräber-Monster. Vor allem Wurm-Monster, ey. Wurm-Fucking-Monster. Warum? Was ist das für ein Deck, was ich hier habe? Das ist ein bisschen was von dem Wurm-Archetype, ein bisschen was von dem Sea-Archetype. Damit du halt von allem schon mal ein Startdingen hast. Von allen Sachen, die es so am Anfang geben soll.
Das heißt, wenn du so demnächst deine Booster kaufst, dann kannst du direkt sagen, oh, ich mag den Typ. Oh ja, Leute, da brauche ich dann wieder euer Den, ne? Also, das ist immer ganz klar. Unglaublich. Schon Weile her, ein lustiges Duell hatte, viel mit Spaß macht und so. Kannst du dich an etwas erinnern? Du hast dich an deinen eigenen Namen erinnert. Na geil, Mr. Schorsch. Yeah. Oh, du bist also Mr. Schorsch. Also, ich wette, du erinnerst dich an mehr Dinge, wenn du dich auch mehr duellierst. Because Amnesie works like that. Hänge noch ein Wort nicht weit weg von hier. Im Süden gehst, findest du eine U-Bahn. Ja, treffen wir uns. Ich kann selbst zeigen, aber hab was zu erledigen. Ich verpiss mich dann. So, gleich zurück. Kannst du Wartezeit damit Duellen verkürzen. Okay, verpiss mich. Eine runtergekommene Stadt auf Schrott genannt Satellite. Ich meine, ich fand's ja in den späteren Yu-Gi-Oh! Seasons richtig geil, dass alte Charaktere auf einmal wiederkommen. In Arc 5 war das, glaube ich, ne? Ja. Weil das ja so einen Dimensionsplot hatte. So von wegen, alle Staffeln, die wir von Yu-Gi-Oh! Geguckt haben, haben in Wirklichkeit in verschiedenen Dimensionen gespielt. Und deshalb haben die nur diese einzelne Beschwörungsmethode. Methode halt. Fusion und Synchro. Yogis und Jadens war halt die Fusionsdimension. Dann kam halt Yusei's mit der Synchro-Dimension. Dann gab's. Wer kam da nochmal? Yuma mit der Xyz-Dimension. Und. Ja, dann war ja schon hier. Wie ist er nochmal? Mr. Tomate. Mr. Tomate, was? Ja, seine Frisur hat mich an eine Tomate erinnert. Der aus Sechsel? Yuma? Nee, der aus Pendulum hier, aus Agvi. Yuya? Yuya. Yuya war eigentlich die Standarddimension, die sich dann aber irgendwie in die Pendulum-Dimension umgewandelt hat. Ganz weird. Yu-Gi-Oh! Plots halt. Der Ultra-Bösewicht wollte dann einfach alle Dimensionen vereinen, um dann halt alle Beschwörungsmethoden zu haben. Wenn es Muka Muka gibt, natürlich packe ich Muka Muka ins Deck. Warum machst du denn wieder so einen Sogentrick? Ich muss mal gucken. Ich muss das ja davon abhängig machen, was ich denn das nachher so an Zeug kriege. Diese Karte wird als ein normal. Ist ein Zwilling. Oh, ich hasse Zwillingsmonster. Ja, Zwillinge sind kacke an sich, aber ich meine, finstere Valkyrie hatte sogar einen guten Effekt. Ich weiß nicht bei mir, was es hat. Effektmonster behandelt. Du kannst einmalig einen Zauber auf diese Karte legen. Hält 300 für jede Zaubermarke auf dieser Karte. Hält eine Zaubermarke. Ja, doch, der ist gar nicht schlecht. Vogel. Ah, okay, Vogel heißt, ich gewinne. X-Saber. X-Saber ist auch ein eigener Archetype. Ich habe so viele Archetypes bei mir drinne. Wenn diese Karte geht, wenn man so angreift, dann hätte es 3000 mit Damage. Der Kumpel, sabbel mir nicht zu hier. Damage Step und was nicht alles, meine Güte. Diese Karte, wenn dein Gegner Angriff deklariert, sondern mehr Monster im Angriffmodus kontrolliert. Strahlende Spiegelkraft. Das ist an sich nur eine Spiegelkraft, nur ein schlechter. Ja, damit man halt nicht direkt am Anfang die OP-Spiegelkraft hat. Oh shit, der hat Axträuber. Aber gut, man könnte ein trashigeres Deck haben, bin ich ganz ehrlich. Man hat hier immerhin ein paar decent Karten drinne. Es könnte weitaus schlimmer sein. Ja, stimmt, der Erzürnter Muka Muka. Boah, beste Karte in-game. Los, mein Taschenrechner! Der Rechner war einer so meiner Favorite-Karten. War toll. Vor allem, ich find's cool, dass hier im Kampf die Porträts gut dargestellt sind. Sieht echt ein bisschen nice aus.
Vor allem, du siehst mal das, was in der Karte eigentlich nicht angezeigt wird. Ja, oder halt schwer zu sehen ist manchmal. Ja. Deswegen ist schon irgendwo cool. Geil, er hat seinen dummen Speer wieder. Oh nein, nicht Alligatorschwert! Die mächtigste Karte im Spiel! Oh, scheiße. Die Balliste war eigentlich sogar ziemlich fancy, wenn du so einen durchschlagenden Schaden mit dem Monster hattest. Alter, ernsthaft hat Alligatorschwert eine besondere Beschwörungsanimation gekriegt. Mm. Warum? Es ist Alligatorschwert! Ah, schockschwere Not. Das ist Alligatorschwert, was soll man machen? Alter, wahrscheinlich hat der Schwertmeister aus Lanster auch eine. Mann, dieser Karte aus, falls er gegen eine höheren Stufe kämpft. Was? Ach, für die Nein, Differenz der Stufen, ach so. Xyz ist eine andere Beschwörungssache, Cheryl. Es gibt Synchro ist wirklich nur Synchro. Das heißt, er kriegt der 1000 dazu, Alter. Effekt, ja, ein Spielerschaden zu würden. Achso. Urmaterialdrache ist das. Hab ich überhaupt normale Monster bei mir im Deck? Ich zweifel das gerade. Okay, aber warte mal. Die sind gleich, das ist gut. Ich bin auch sie. Ich benutze sie, komm. Swing. Das sollte eigentlich... Nehme ich da jetzt nicht komplett? Ja. Dark Valkyrie! Kaboom. Hm? Oh, die kommt wieder auf sein Deck? Ach so. Ja, das ist ja doof. War das schon immer hier? Was? Ach, ich spiele gerade Ahead in Time und muss ein paar Collectibles wieder einsammeln. Hey, Fireblast! Ich bin ganz ehrlich, Synchro habe ich damals auch zuerst nicht verstanden, aber dann ging's. Xyz ist da ein bisschen leichter. Wobei es da mittlerweile echt so ein paar Karten gibt, die schon funky sind. Deine Life Points niedriger sind als die deines Gegners, werden die Grund-ATK des ausgerüsteten Monsters zu 2400, solange deine Life Points höher sind als die des Gegners. Ah! Das ist ganz nett. Ja, aber ich habe gerade mehr als er, also, ne? That would be retarded. Zwillingsblödsinn! So funktioniert das. Oh, I like was it. Ist das mit dem Xyz oder wie das geschrieben wird? Xyz ist quasi, du hast zwei Monster, zwei oder mehr Monster derselben Stufe und überlagerst die quasi. Also, Beispiel, du hast jetzt, stell dir einfach vor, das ist auch ein Level 4 Monster. Du hast zwei Level 4 Monster und damit kannst du dann ein Xyz Monster der Stufe 4 beschwören. Des Rang 4. Das, oh, halt doch die Schnauze. Ist ganz wichtig, du kannst Xyz Monster nicht mit Stufenbeschränkung Gebiet B oder Schwerkraftbindung mehr auskontern. Weil die keine Level haben. Jetzt kommt er mir mit Abwehrratte, Alter. Die Ratte! Die Ratte! Die soll mich kennenlernen! Weil XYZ praktisch halt im Englischen, du kannst es auch XYZ nennen, wie du willst, aber in der Serie haben sie es halt immer XYZ ausgesprochen. Und ich glaube, dann hat sich das so eingebürgert, dass man das so nennt. Oh fuck. Shadow, was ist deine Lieblingsbeschwörungsart? Die Tatsache, dass ich abgefuckt habe. Ist abgeschmatzt? Ja, ich habe abgeschmatzt. Ja, das war dumm von mir.
War richtig dumm. Scheiße. Na gut. Das kriegt man noch irgendwie wieder raus. Ich meine, die ersten Gegner scheinen nicht viele Monster im Deck zu haben, also... Jetzt verstehe ich auch, wie die Frau hier funktioniert. Fail. Ich find's geil, wie das Spiel immer anfängt zu laggen, wenn die KI anfängt zu denken. Die Maschine rüttelt und rüttelt und rüttelt. Wobei, das war's ja schon. Also, just hit him with a hammer. Oder auch nicht. Er hat eine Negate Attack. Das ist schön. Negatte Attacke. Negatte Attacke. Negatte Attacke. Der zieht keine. Also irgendwie, die Leute ziehen keine Monster. Ist doch gut für dich. Jo. Okay, was ist dann die komplizierteste Art zu beschwören? Die komplizierteste. Und wie funktioniert die? Die komplizierteste Art zu beschwören. Es sind eigentlich immer so diese Viecher mit ganz bestimmten Beschwörungsconditions. Also. Mein Vision ist selbsterklärend. Du klebst zwei Monster mit Tesafilm zusammen. The End. Mittlerweile nicht mehr. Auch wieder wahr. Weil wenn ich so an die maskierten Helden denke oder so, ja. Von wegen, du kannst diese Karte nicht als Beschwörung beschwören, sondern du musst ein Monster mit demselben Element opfern. Also es gibt schon wirklich spezifische. Wir reden hier von einem Fremden, ich wollte ihn wegjagen, aber er ist ziemlich krass. Sein Deck ist ziemlich merkwürdig. Da möchten du landen, also Nevin, geh mir nicht so auf den Nerven. Nevin. Das hier ist Nervin. Hast du dir gezweifelt, halt Schurche. Ich finde es schön, dass da jetzt echt der Screen immer mit O's gefüllt wird. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Amnesie, was? Boah. Ich habe schon immer gehört, das beste Heilmittel ist ein gutes Duell. Oder ein Duell deinen Namen erinnern können. Abgesehen vom Namen wissen wir sonst nichts. Vielleicht ist er ein Terrorist. Genau. Stell dir das mal vor, das wäre mal ein Plot-Twist. Also ich will jetzt besser die anderen vor. Komm mit. Ja, macht mal. Ich will mich aber noch umgucken. Weiß nicht, Xyz ist meiner Meinung nach einfacher, weil im Grunde genommen auf der Karte stehen hast zwei Monster der Stufe 4. Fertig. Weißt du, was du zu tun hast? Zwei Monster der Stufe 4 opfern. Es gibt hier fucking Kisten, wo Karten drin sind. Ja. Das ist irgendwie cool. Ein Staubtornado. Staubtornado ist fancy. Joa, kann man gebrauchen. Es ist nicht unbedingt Trash. Finde ich cool. Ich meine generell, ich finde es schön, dass es überhaupt noch Yu-Gi-Ohs mit Storyline gibt, also mit so einem Story-Mode, wo aus mehr besteht aus Duellier. Aber Shadow, das ist doch das Hauptding. Warum sollte man denn was anderes wollen als duellieren? Das ist doch das Lebenselixier. Mhm. In dieser Welt gibt es nichts anderes. Was zur Hölle seid ihr denn? Oh! Oh! Amnesie, die dümmste Boing Art eines ist, Versuches, schon einem richtig. Spieler erstellten Charakter Tiefe zu geben. Oh, schwarze Magier Mädchen-Cosplays. Nice. Was ist die andere dann? Was bist du? Ich kann dir von der Play deine Zukunft wahrsagen. Ja, schieb's dir mal. Non! Ich kann dir deine Zukunft sagen, was willst du tun? Non! Ich weiß ja nicht, wie seht ihr die Sache? Non! Oh, hier, da sind Drachen drin, das mag ich. Oh.
Wir holen uns mal von allen eine gute Portion. Auf dem einen ist der rote Auge drauf, das willst du doch haben. Da hole ich noch einen mehr von, weil ich das Geld über habe. Okay, wie mache ich das jetzt einzeln? So. Okay. Leute, ihr kennt die Tortur. Ich brauche euer D. Und zwar jede Menge. Weil wir haben jetzt hier einiges zum Auspacken, womit wir unser Deck ein bisschen aufspeisen können und vielleicht noch 10 andere Archetypes hinzufügen können. Also, ne? Leiht mir euer D. We need this shit now. Scheiße, weißer Hut. Oh, magische, mystische Tomate. Mystische Tomate ist immer gut. Gaia Power. Man-Eater Bug. Fake Trap. Ja, geil, Fake Trap. Die mächtigste Karte im Spiel. Lichtschwerter. Menschenfresserkäfer. Hey, Chaos Mage. Yes! Final Destiny. Ich liebe diese Karte. Begrenzter Entferner. Cool. Was ist denn das? Wirf 5 Karten aus deiner Hand ab, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Es ist einfach, ich habe keinen Bock mehr. Tisch umwerfen. Tisch umwerfen? Hand wegwerfen und einfach sagen, nö. Toonzorn, Sky. Ja, das war nicht so. Drachenzorn, alter Mann, Frau mit Megatitten. Da war mal diese Karte solche Mega-Hupen. I don't get this. Noch ein Gaia, wunderbar. Aber warte mal, das ist Swift Gaia, glaube ich. Weil es die einzige Karte auf deiner Hand ist, ja, das ist Blödsinn. Das ist ja mal eine richtig bescheuerte Condition. Naja. Wenn du richtig spielst. Ist Nadelwurm keine. Oh mein Gott, ich kann Nadelwurm in mein Deck packen. Oh mein Gott, ich kann richtig auf den Sack gehen. I want. Lebendig heimkehrender Krieger. Nee, plündernder Hauptmann. Ach, der ist das. Auch nice. König von Yamimakai. Oh, König von Yamimakai mit den schiefen Angriffspunkten, oder? Ich glaube nicht mal. Der ist das nicht? Doch, nee. Guck mal auf die Verteidigungswerte. 1530. 30? Stimmt. Ich dachte, das waren die anderen Viecher. Nee, also alles, was so in Panics Deck da war, hatte krumme Zahlen. Mystischer Schakalritter. Na, seines Kampfes auf den Friedhof gelegt werden. Oh, sein Deck. Das ist richtig schäbig. König von Yamimakai. Der König. Pistolenlauf hinter der Tür. Warte mal. Nur wenn ein Karteneffekt aktiviert wird, der dir Schaden zufügen will. Stattdessen erhält dein Gegner den Schaden. Oh Mann. Stell dir mal vor, dein Gegner hat Wellenbewegungskanone. Lädt das auf 8000 und du machst das hier. So, alle Effektschaden wird auf den Gegner zurückgeworfen. Ja. Und dann so, haha, 8000 Lebenspunkte, direkt Schaden an dich. No you. Boom. Double Spell. Ich hab noch nicht mal. Ich hab nicht mal einen vernünftigen Magier. Noch nicht. Double Spell, nicht Doppelbeschwörung. Schade. Ach komm, das Glück lässt gerade nach. Doppelbeschwörung bei. Oh, 7 ist auch toll. Geil. Rückstoßdrache. Ist zwar nicht fucking Pistolendrache, aber trotzdem cool. Vampir Lady. A Hero emerges. Ich habe nicht einen Elementarhelden gesehen. Naja, vielleicht kriegst du es irgendwann. Wer weiß. Ja, well, das war überwiegend shit. Ich meine, aber wir haben ein paar gute jetzt bei. Auf jeden Fall möchte ich haben. Also. Na, ich muss mal gucken. Nadelwurm nehme ich auf jeden Fall rein, genau wie Menschenfresserkäfer. Wir haben schon mal eine gute Base. Mystische Tomate ist auch nicht schlecht. Ich meine, ich finde es auch toll, dass die hier, ne? Es ist vor allem auch gut gemacht, dass hier
Du kaufst quasi Karten und dann speichert das Spiel automatisch direkt. Sehr schön. Du kannst das Ganze also nicht cheesen. Hier noch irgendwas? Nee. Was zur? Warum sind die Schultertasten so belegt? Wenn ich die Schultertasten drücke, bewege ich mich diagonal nach oben. What the fuck? So, erstmal gleich mein Deck ein bisschen umschrauben. Dass ich einen Nadelwurm reinpacken kann, ey. Wird so nervig sein. So. Was nehmen wir denn mal raus? Schöpfer. Einmal pro Spiel kannst du ein Monster von einem Friedhof wählen. Nee, ein Körder von einem Friedhof. Ups. Diese Karte Tribut beschwören wird, zerstören eine verdeckte Karte auf dem Spielfeld. Oh, das ist praktisch. Wo kann ich denn sehen, wie oft ich so... Ach, da sehe ich die, wie oft ich die drin habe. Ich glaube, den Urmaterialdrachen, den packe ich raus. Das ist, glaube ich, Blödsinn. Oder? Was konnte er nochmal? Ja, der ändert nur die Wirkung von Schaden. Also. Ja, nee. Die einem Spieler Schaden zugefügt werden, erhöht die Life Points. Nee, komm. Geh weg. Zwillingslaufdrache, du bist Stufe 4. Alleine Karte den Gegner wieder mehr, meine Künste zweimal. Kann man behalten. Ich habe kaum normale Monster, also ist Geburtsrecht richtig Blödsinn. Dann nehme ich die Aktivierung einer Konterfeinkarte und zerstöre. Konter, ja nee. Konter kannst du dir mal sonst wo hinschieben. Kennst du den Tumblr-Post mit Maron, der Hund und dann diese konstanten Kartenketten? Ich glaube ja. The dog goes, the god dog stays. The god dog goes, the dog stays. Konter. Und dann am Ende, the dog is mine. Deine mit Karte. Schnappstahl. Okay. Abrechnung der Wüste. Ich fand das Kartendesign davon immer cool. Wie sieht der aus? Klick mich jetzt hier mal durch. So viele habe ich ja nicht. Ich hab vor allem finsterer Triceratops. So geil. Geh mal rein. Was ist er hier? Fossilkeiler. Diese Karte ein Monster eines Gegners durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof legt. Für den Gegner 400 Schaden zu. Ach, das hab ich. Da hab ich drin, also. Ist schon gut. Kann man gebrauchen. Ghostwache. Wenn ein Monster, das du kontrollierst, erzählen ist, kannst du diese Karte verändern. Ah, so eine ist das. Konnte ich nicht das Interface irgendwie ändern? Ich meine, Spirit Caller hatte ein besseres Interface in manchen Punkten. Ja, ich finde, das ist ganz okay. Ja, es ist annehmbar. Es tut, was es soll. Habe ich gute Finsternismonster? Warte mal. Dunkle Walküre? Ich habe 3. 2 davon nicht durch mystische Tomate suchbar. 1500 Attack oder weniger. Ja, also mystische Tomate bringt mir aktuell noch gar nicht. Hab ich Krieger. Oh, 4 Stück sogar. Ups.
kann einen normalen Chip Krieger kontrolliert. Das ist, Bastard. Okay, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber ich glaube, sonst hatte ich nichts bekommen, was ich sonst unbedingt drin haben wollte. Weil Rückschwurzdrache ist zwar ganz schön und witzig, aber Tributmonster, ne? Lichtschwerter. Wie kann man nur im Zeitalter von Synchromonstern Tributmonster spielen? Nee, das hab ich lesen, nein. Rezept speichern. Okay. Okay. Oh Gott, die anderen Leute, an die erinnere ich mich auch. Hieß der Tank? Mhm. Gott, der heißt Tank. Was ist das denn? Und der andere hieß Blitz. Ach du Scheiße. So, die Typen, die du vielleicht einmal oder so siehst im gesamten, ja, in der gesamten Serie. Und dann Side-Character. So, wir müssen irgendwie zeigen, so dass der Hauptcharakter nicht ein kompletter Loser ist und Freunde hat, aber in Wirklichkeit sind diese Charaktere nach 10 Folgen egal. Wenn überhaupt. Ich erinnere mich an die beiden Nulpen überhaupt nicht. Nee, weil sie auch wirklich nur Screentime von 2 Folgen hatten oder so. Und wurden dann später durch Crow, Jack und wenig alles ersetzt. Mm. So richtige Null-Nulpen. Minus Personality und so. Vor allem sein Deckname ist auch toll. Totaler Effekt. Warum sagt mein Typ immer, das ist lecker? Ach du Scheiße. Ein Apparatdeck? Komm, gehen wir mal ein bisschen auf den Sack. Was war das? Energiemonster als Spezialbeschwörung. Okay, gemerkt. Hey, Gigi. Scheiße, er hat Muka Muka. Oh, ich bin am Arsch. Er hat Muka Muka. Er weiß, was du willst. Und deshalb hält er es dir vor die Nase. Ja, nee, das kann ich nicht gewinnen. Ich kann nicht gegen jemanden gewinnen, der fucking Muka Muka hat. Das ist unmöglich. Kapitulier. Das ist scheiße. Ich mach das andersrum. Er hat deine Schwäche rausgefunden. Er hat meine Schwäche rausgefunden. He figured me out. Alter Scheiße. Ich bin richtig am Arsch. Ja. Aber ja, er hat Muka Muka. We are doomed. Das war's. Das Duell brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen. Vor allem, er spielt sogar richtig. Er spielt Muka Muka richtig. Er hat Muka Muka zweimal! Oh Gott. Das ist... Okay, das ist schon nicht mehr fair. Nächster, bitte! Magro Gamer, danke dir fürs Followen. Okay, ich kann mich jetzt ein bisschen vor der Wut des Muka Muka retten. Aber nicht lange. Oh, warte mal. Zwischen deiner Angreifung und dem Monster und deinem Disney. Achso. Ja, vielleicht. Ja, du hilfst mir auch nicht. Wir haben hier ein Muka-Problem.
Wir haben ein echt muckerndes Okazi, wirklich? War das nochmal? Einfach nur Burn the... Was zur Hölle? Ach, das brennendes Haus. Er hat mir Muka Muka gegeben! What? Der Typ ist fucking insane! Alter, der Typ, der tickt doch nicht mehr richtig! Jetzt auch noch den... Alter... Ich meine, ich behalte Muka Muka erstmal hier, ich kann ja beschwören noch so. Stell dir mal vor, wirklich nach dem Duell, okay, du kannst mir jetzt meine Karte wiedergeben. Welche Karte? Welche Karte? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe nur mein Deck. Ich habe... Ja, aber ne. Ich habe dir während des Duells meine Karte... Nein, hast nein. Du... Nein. Nee, ich... Weiß nicht wann. Du... Ewige Flamme, what the fuck? Oh oh. Er geht mit dem Ohr, er gibt kleinen Muka bei. Oh, he fucked up big time. It was at this moment that he knew he fucked up. Pass auf, denn jetzt kommt Klotzmonarch mit dem Booty. Das funktioniert trotzdem. Eine verdeckte Karte. Ach so, verdeckte Karten nur. Oh, okay. Das Kleingedruckte, es ist wieder da. Ja gut, solange er seinen Albtraumkäfig da hat, kann ich sowieso nichts machen. Außer vor mich hin muckern. Donnerdrache. Ach du Kacke. Nö. Du hast nicht mal Doppelköpfigen im Extra-Deck, also... Was willst du literally mit einem Level 5-Monster? Hast du übrigens gesehen, dass der Donnerdrache so richtig viel Extra-Support gekriegt hat? Ja, der ist ein eigener Archetype geworden. Aber ziemlich schlecht, so wie ich das gesehen habe. Also was ich so gesehen habe, war richtig gut. Ja? Aber ich find's cool. Ich meine, das ist so eine Karte, die hast du seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich mag's generell so, wenn wirklich so die alten Karten richtig viel Support kriegen. So gerade halt Donnerdrache, Maria, ich meine. Weiße Drache und dann. Ich mein, Donnerdrache ist, glaube ich, seit Legend of Blue Eyes dabei, wenn ich mich nicht irre. Kann gut sein, ja. Also seit den ersten beiden Boostern auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder Metal Raiders. Und ja, ich weiß noch, wie die Dinger heißen. Ich bin süchtig. Ist ja nicht schlimm. Hashtag unnötiges Wissen. Das Ding hat echt nur 600 Defense? Okay. Alter, ich sehe endlich mal Muka Muka in seiner ganzen Muka-Haftigkeit. Oh nein, Fallenmeister. Whatever shall I do? So. Er ist größenwahnsinnig lauft. He's gone mad. Mappy. So richtige Arschposaunenmucke. Wow, das soll mein finsterer Triceratops sein? Oh nein, nicht Hane. Oh, Kuribo hat der auch noch, Alter. Okay. Damit hast du Muka Muka stärker gemacht, du Fool. Du Fool. Du Fool. Du
Ist echt geil, du kannst richtig sehen, wie die KI irgendwie denkt. Slash versucht zu denken. Ja, weil das Spiel dann einfach anfängt zu ruckeln. Burn. Oh nein! Nicht Zeitzauberer, komm! Was ist sein Dick? Du bist am Arsch, Zeitzauberer macht dich fertig. Weißt du, an wen er mich gerade so ein bisschen erinnert? Na. Kennst du. Ne, du hast Sechsel nicht geguckt, ne? Nee. Das erinnert mich an Flip. Sagt mir leider gar nichts. Flip ist ein Charakter aus Sechsel gewesen, ne? An sich ja schön und witzig. Der Junge heißt Flip. Jetzt rate mal, was seine Deckstrategie war. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich. Das ist mir zu schwierig. Ja, klar, Flip uns. Er hat einfach nur ein Flip-Deck. Und hat sich immer nur durch Duelle geschummelt. War schon irgendwo auf einem Level lächerlich. Norm. Ich hab's gepackt! Gib mir dein Pausengeld, du Arsch. Deckzerstörungsbonus, Alter. Wenn ich noch mehr Nadelwürmer hab, dann ist das sogar possible. Nicht schlecht. Okay, warte mal. Geh mal saven. Buddle. Ich weiß nicht, irgendwie mochte ich nur diese Katzenlady. Ich weiß nicht warum. Katzenlady? Ja, es gab in Sechsel eine Katzenlady. Sie hatte literally ein Katzendeck. Aber sie hat. Ja, ich glaube, darüber habe ich im. Als ich mir die Archetypes angeguckt habe, was gelesen, aber. Sie hatte literally irgendwie nur so zwei Karten oder so. Vor allem ich sehe jetzt, es hat. Marco Gamer hat gesubbt. Habe ich Sub gesagt? Habe ich Feind gesagt? Jetzt, ich sehe das gerade selber und denke so: Moment mal. I think I fucked up. Shark ging. Ich mochte ja den mit dem Photonaugendeck. Liegt bei mir aber auch daran, weil ich so den Archetype von Photonaugen richtig geil finde. Basiert einfach nur auf Beeflords. Genau. Erst beim nächsten Mal könnte ich. Genau. Ich kann also nicht mehr als eine Zählmarke draufpacken. Gut, das ist. Ne? Saftig. Oh ne, warte mal. War das nicht? It's a spy! It's another spy! Hat der ein Grabwächter-Deck? Nee, Mauer von Satellite. Oh nee, der hat ein Defense-Deck. Spaß. Oh, der hat doch mit Sicherheit ein Defense-Deck. Was anderes kann es nicht sein. Schild und Schwert. Ach du Kacke. Ach komm, das ist dein. Also. Yes. Ach, komm, nicht gesehen. Unai with Chain. Kannst direkt wieder in Verteidigungsmodus zurück. Mit deinem Trash-Mob.
Es hält ja nur eine Runde, ne? Ja, hält nur eine Runde. Und jetzt hat er dafür hier einen fucking Affenakrobat, den er sogar falsch gespielt hat. Von der Affenakrobat? Den hat er, glaube ich, nach Schild und Schwert gespielt. Und Schild und Schwert läuft. Offene Monster werden bis zum Ende des Spielzugs vertauscht. Okay, jetzt weiß ich nicht. War das... Hatte der Affe 1800? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hatte 8800 Verteidigung. Mein nämlich auch. Vor allem, wie manche Monster ihre eigenen Sprites kriegen. Ist auch irgendwo interessant. Fancy shit. Ich meine, das eben gerade von dem Spion sah ein bisschen merkwürdig aus. Ich will generell, dass, wenn VR sich wirklich gut weiterentwickelt, dass sie ein richtig gutes VR-Yu-Gi-Oh! Machen. Dass du wirklich so eine Dual-Disc praktisch vor dich hältst. Oh ja. Das wäre so cool. Das wäre so fucking cool. Boah, das Schlimmste an Sechsel fand ich ein Deck. Es gab ein Deck, das fand ich einfach nur schrecklich. Das war nämlich einfach ein Typ, der ein Kameradeck gebaut hat. Ein Fotokameradeck. Ach du Schande. Ich sag dir. Selten so ein Blödsinn gesehen. Ey, Hellrider. Ich finde ja auch lustig, wenn sie sich wirklich nur Karten für den Anime ausdenken, für irgendwelche Nebencharaktere. In Pen, im Arc V gab es so dieses dicke Kind, was immer alles voll toll fand. Dann das dicke Kind, was alles toll fand? Ja, das war dann praktisch so, dass jemand hat einen tollen Spielzug gemacht und dann, oh mein Gott, das macht mir Schauer über den Rücken. Oh, und dann tanzt er so blöd mit seinem rum, so Shin-Chan-mäßig. Und sein Deck war ein Kritzel-Dinosaurier-Deck. Es waren wirklich Monster, die aussahen wie so Kinderzeichnungen von Dinos. Oh, noch besser. Erinnerst du dich noch an GX, den Typen mit seinem Tennis-Deck? Oh ja. Oh, das war genauso geil. Das sind so Sachen, wo du dir weißt, ja, dass das keinen eigenen Archetype bekommen hat, wundert mich gar nicht. Der Typ spielt fucking Donnerball. Vor allem die Tenniskarten waren absolut OP. Ja, die waren busted. Also von wegen halt, man darf nur noch einmal angreifen und wenn man zweimal hintereinander Gegnerschaden zufügt, hat man gewonnen und was nicht alles. So richtig oder so. Dumm. Oder ich ziehe eine Karte, sage mir, welcher Archetype, welche Karte es ist, ein Monster, Zauber oder Falle. Wenn du falsch redest, 1500 Schaden. 1500 Damage, ey. Überhaupt nicht übertrieben, oder? Nee, ist überhaupt nicht busted. Du hast keine Chance. Oh, 666 Duellanten-Points hast du gerade bekommen. Damit kann ich Satan beschwören. Oder hast du DPs bekommen, Dickpicks. 666 Dickpicks bekommen. Oh geil, das heißt, ich kann jetzt meinen Dickpick-Dragon beschwören. My Morific Dickpick-Dragon. So, was haben wir denn hier? Erhielt einen DP-Code. Aufladung 450 Punkte, cool. Alter, ich finde das cool, dass du hier einfach Truhen findest, wo Zeug drin ist. Ist irgendwo stylisch, ist cool. Nö, ist online, aber braucht ein Passwort. Ey! Komm schon, fass es nicht an. Er hat verstanden, fass den Computer nicht an. What if I do anyway? You say so. Yo, say. Moment. Die Straße war eben noch abgesperrt. You say! You say! You say! Oh, da ist er. Captain Most Detailed Protagonist.
Card Games on Motorcycle! Ist ein bisschen merkwürdig, kannst du nicht über mich sagen. Oh, ich will endlich, dass du Motorradduelle malst. Komm. Das dauert bis. Ich glaube, das dauert noch. Mann, oh. Du konntest ja wirklich dein, anstatt Karten zu kaufen, dein Motorrad pimpen. Fand ich auch toll. Eine starke Schockwelle schießt durch deinen Kopf. Scheiße, ich wurde erschossen. Hey, Dancing Dragon. Turbo D-Runner. Geschwindigkeits-Zählmark. Oh Gott. Ich bin ein Cyborg. Geschwindigkeits-Zählmarken waren der dümmste Scheiß überhaupt. Aber du musst ja die Duelle wirklich jetzt spielen, die damit zusammenhängen. Mm. Oh, es gibt ein Spaß, ganzes, es gibt ein ganzes Turnier darum. Oh Gott. Geschwindigkeitszauber, wow. Wow. Wann hast du dich erinnert? Ziemlicher Blödsinn. Du warst also Turbo-Duelland. Über die Runner wissen willst, fragen wir am besten Jose. Das ist ein Turbo-Duelland. Ich dachte, Jose kommt auch. Wo ist denn hier? Ich würde schwören, dass ich seine D-Runner-Maschine gehört habe. Ich find's geil, wie der Typ nur eine Pose hat, nämlich die, darf ich ihren Mantel tragen, Sir? Darf ich ihn in Mantel? Du meinst wie so ein Weichei? Okay. Ja, wahrscheinlich, ja. Drüber nachdenken, es ist selten, jemanden mit Geschwindigkeitszauber zu treffen. Ein Duelrun hätte sicher ein Turbo-Duelland. Versteh, was du meinst. Kann ich nicht ein Fahrrad nehmen? Oder so ein Moped? Nee, aber Moped. Oh Mann. Das ist Future Tristan, oder? Ich meine, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, seine Kopfform, ne? Ich meine, seine Kopfform ist ähnlich und wenn man ihm das Topfkuch wegnimmt, ey. Kopftuch. Schweres Wort. Dann hat er bestimmt auch dieselbe Frisur. Das ist bestimmt Tristan. Ich meine, lest Nerven mal rückwärts. Tristan. Shadow, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber... Ach, egal. Die Tristan-Verschwörung. Und die Runner, also, ja... Eine gute Idee. Wir suchen uns schon irgendwie ein Auto. Ein Mazda oder so. So ein kleinen Kombi. Ein paar Tage später. Ja, war super. Ich will auch einen haben. Okay, ich geh suchen. Wo bist du denn? Ich habe überall gesucht. Was willst du? Ich habe jemanden gefunden, der einen D-Runner verkauft. Komm noch besser. Er verlangt sogar einen sehr niedrigen Preis. Cool, oder? Komm einfach mit, beeil dich. Ich will mir aber Karten kaufen. Warte mal. Nein, du musst sparen. Dann kannst du dir nachher einen tollen Motor kaufen. Fuck den Motor, ey. Aber dein Pimp My Ride. Ich glaube, das hat nicht mal was gebracht, dass du es machst. Ja, und doch. Echt? Während der Motorrad-Only-Passagen hast du einfach schöneres Handling. So, Leute. You know the deal. Herr mit dem D. Toon World, yeah. Oh, fliegender Momonga. Das olle Nervding. Slot Machine, Drillbug, Riesentronade. Ein ziemlicher Trash.
Oh, Insektenkönigin. Hätte ich jetzt ein vernünftiges, hätte ich ein paar vernünftige Insekten, wäre das sogar eine richtig geile Idee. Don Saluk. Oh, geil, ja, die Skorpion-Bilbos. Oh. Letzter Countdown. Oh Gott. Ich glaube, das nehme ich rein. Willst du wirklich 20 Runden warten? Gibt, glaube ich, gut Punkte, wenn man das durchzieht. Oh, stimmt. Du musst ja... Das ist, glaube ich, ein Special... Oh, Spirit Reaper. Yo. Geistersensmann, geil. Oh, das wird ja richtig gut jetzt. Was ist das denn hier? Sonneneruptionsdrache? Oh, wie cool. Unsere Spiegelkraft ist jetzt nicht so... Also auf jeden Fall für den Reaper hat sich das gelohnt. Was meint ihr, Leute? Wollen wir Final Countdown drin haben? Was meint ihr? Wer down für? Muss ich nur... gucken, was können wir dafür rausnehmen? Komm, Verstärkung packen wir mal weg. Blödsinn. 500 ATK als Falle, also ich bitte euch. Flip zerstörende Zauber oder Fallenkarte. Das jetzt flippt, ist eigentlich viel zu langsam. Ich glaube, ich nehme auch Footballkämpfer rein, einfach weil der 2100 Verteidigungspunkte hat. Gutes Monster, um einfach mal ein bisschen... Komm, ich habe schon eine Geisternachricht, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich baue mein Deck einfach nur darauf aus, so richtig auf den Sack zu gehen. Komm, pack mal Dracheneis weg, ne? Wenn ein Gegner ein Monster spezial beschwört, kannst du eine Karte voneinander werfen. Das wird später oft passieren. Später schmeißen die alle mit Synchros um sich. Schmeißen wir dann lieber den Schöpfer weg? Der Schöpfer ist, glaube ich, echt kacke. Der ist richtig kacke. Erstmal braucht er zwei Opfer. Dann muss sie in verdeckter Verteidigungsposition spielen, weil er 3000 Def hat und nur 2300 Attack. Und dann kannst du einfach dein Feld mit Karten vom Friedhof zumüllen. Und dann auch nur einmal pro Zug. Du musst auch nur eine Karte aus der Hand ablegen, noch dazu. Das heißt, du gehst minus 1, allein um ein Monster wieder zu beschwören. Ja, nee, komm. Da kriege ich bessere Bossmonster zurecht. In einem richtigen Deck macht der Schöpfer Sinn, aber... Ja, zusammengewürfelten. Wenn du ein bisschen was hast, wo drauf aufbaut, ja, aber... Da ist ja nichts, wo drauf ausbaut. Das hat sich richtig gelohnt. Also, warte mal. Ich meine, ich spiele Final Countdown einfach gerne. Klar, 20 Züge ist eine lange Zeit. Aber ich meine, es gibt gut Bonus. Also zumindest war das in Spirit Caller so. Da habe ich einfach so ein richtiges Verbiet-Alles-Deck gespielt und dann Final Countdown drin. Du gehst einfach nur auf den Sack. Alter, wieso habt ihr alle diese Armpose? Ja, du willst einen D-Runner? Natürlich nicht umsonst. Was? Du willst Geld dafür? Ja, ich kaufe ihn trotzdem. Nicht genügend DP. Was? Du hast nicht genügend DP? Dann duelliere dich mehr und bekomme dann... Okay, ich muss mich echt duellieren. Ja gut, von mir aus. Ich meine, so funktioniert Yu-Gi-Oh!
Ja, aber ich krieg... Welt kriegst du alles, indem du es dir duellierst. Ja, Mensch, dann müssen wir wohl erstmal jetzt ein paar Leute knacken. Gehen wir mal hier hin. Vielleicht sind da ja Leute, die Geld geben. Ja, mit dem. Ich kann einmal mit dem Gör reden. Der heißt Yosuke. Yosuke geht. Komm, schnack neben mir nicht zu. Ich will floppen. Willst du einen mit mir? Du hast Nerven. Alter, Kleiner. Der beste Pilz der goldenen Strahl. Du willst dich nicht mit mir duellieren. Na, 1000 ist nicht viel, aber... Aber trotzdem, ich würde es lieber für Karten ausgeben. Das hatte ich doch recht gehabt, dass du das erstmal sparen hättest sollen. Ach, Schnauze. Dann hättest du nämlich jetzt den Mist jetzt nicht machen müssen. Okay. Ich find's geil, wie dieser Kleine das Ganze ein bisschen viel zu ernst nimmt. Wieso? Indem er einfach komplett durchdreht. Ah, come on. Vogel. Yes. Den Boy, den klatsch ich weg, pass auf. Er macht mich nicht fertig. Ich wusste nicht mal, dass sowas hier, dass junge Typen mit einem Feendeck rumlaufen dürfen, ohne verprügelt zu werden. Hey. Was? Ich würde auch mit einem Feendeck rumlaufen. Ja. Oh, Opfer ruhig. Tu dir keinen Zwang an. Ich hab genug, um Leute wie dich aus dem Weg zu räumen. Das ist die falsche Insel. Scheiße. Mache Geki-Brecher. Hand ab, um meine Karte auf dem Spielfeld zu zerstören. Ah, okay, ist also egal. Bin nochmal. Immer was ausprobieren. Wow. Warum spielt er den in Verteidigungsposition? Deiner Konterfeinkarten angeführt und aufgelöst wurde, kann diese Karte spezialbeschworen, indem du auf deiner. Dass diese Karte auf einem spezialbeschworen wird, was sie nicht ist. Ja, Mensch. Nice Karte, mein Dude. Punkte opfern, um... Okay, Kumpel. Wie du möchtest. 4000 Punkte. Urteil ist eine Karte, die wird heutzutage noch gespielt. Weißt du was, Junge? Ich bin aber großzügig. Ich gebe dir 1000 wieder. Das ist die ultimative Variante von der Opa sagt nein. Der Opa sagt nein. Ich liebe feierliches Urteil. Habe ich damals auch immer mit meinem Kollegen gespielt und auch wenn er immer gesagt hat, so von wegen, bist du blöd, das sind 4000 Lebenspunkte, nur um jetzt die Spezialbeschwörung von meinem Monster aufzuhalten oder irgendeiner von irgendeiner Sache. Und ich sag so, ja, das ist mir wert, ich habe übrigens gewonnen. Warum? Ja, ich mache jetzt das, fertig. Ja, und jetzt hat der Typ keine Karten mehr, wirklich. Oder halt auch wegen solchen Sachen so. Erstmal warten, so, du beschwörst jetzt das, du beschwörst das, du opferst die beiden Sachen schön, dann aktivierst du den Effekt, alles klar, dann sag ich jetzt nein. Wie? Du hast gewartet, bis ich den ganzen Scheiß jetzt hab? Ja, du hast keine Handkarten mehr, das heißt, für die nächsten paar Züge bist du wahrscheinlich absolut wehrlos. Oder habe ich ein Level 5? Nee, ne? Doch, hier.
Nicht-Empfänger-Monster. Während deiner Endphase erhältst du jedes Mal auch ein Monster, das du kontrollierst. Ah. Okay, warte mal. Ich könnte also ihn hier flippen. Dann Gaia holen. Oder ihn hier. Nicht. Hol mir Gaia. Gaia! Gaia, sag Gaia. Gaia? Gaia. Gaia. Ja, ja. Und sie sagt echt. Und ich sag ja, ja. Und sie fragt echt. Und ich sag Gaia, Ritter der Erde! Goddammit. Alter, schon wieder eine Gate Attack. Wirklich, Junge? Du hast immer nur eine Karte auf der Hand. Sicker Move! Ja, finstere Valkyrie werde ich aber wohl noch behalten. Ich meine, ich finde die Karte irgendwie an sich cool vom Design her. Mhm. Dark Valkyrie! Soll ich dir was sagen? Na? Ist auch ein Feenmonster. Echt? Ja. Oh, Tatsache, aber ist auch ein Zwilling. Also, ja. Es hätte eigentlich wirklich eine Karte gefehlt, die für so Zwillings-Support, so ein Feldzauberkarte oder so, nach dem Motto, wenn diese Karte auf dem Feld ist, werden alle Zwillingsmonster instant als ihre Zwillingsform beschworen. Hm. Irgendwie sowas. Sowas hätte eigentlich gefehlt. Und so haben wir geschlagen. Alter, aber ich habe keine Lust nochmal gegen dich, dein Decke scheiße und nervig. Also genau das, was du machen willst. So, perfekt. Weißt du eigentlich gerade, wie nervig das ist? Ich habe die ganze Zeit ja Discord noch im Hintergrund auf und ich sehe die ganze Zeit dieses Mauspad von Alex. In welchem Channel? Bei uns. Damit ich immer sehe, wer online, also wer in den Chat kommt. Ach so. Ja, und? Es lenkt ab! Gut ist das. Ein bisschen, ja. Ist doch nur ein fetter Arsch. That's a nice ass. Ihr Deck heißt sehr witzig. Macht sie jetzt irgendwie ein Comedy-Deck oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch ihr Deck ein Witz oder so, ich weiß es nicht. Der Weltenbaum? Wunderdünger? Was ist denn dein Deal, Frau? Was hast du denn da? In meinem Monster von Typ Pflanze auf dem Spiel zerstört, lege eine Baumzimmermarke auf diese Karte. Ach so. Ah. So ein Nervgerät. Kannst du ein Monster von Typ Pflanze auf deinem Friedhof, wenn es bezahlt? Was? Ach so, aber dafür kein Monster normal beschwören. Huh, fancy, fancy. Fancy Popancy. Das nutzen wir uns doch mal. Oder auch nicht. Bottomless Trap Hole. Ach, und das zählt dann auch noch. Das ist ja wunderschön. Du bist ja... Meine Dame, du gehst mir jetzt schon mal auf den Sack. Ich habe keine Ahnung, warum mein Typ sagt, das wird lecker. Das wird lecker. Naturmonster. Fine. I'm good fucking food. Naturkäfer, Naturstein. Ich werd grad von einem Stein verprügelt. Aber es sind Naturia-Monster. Naturia-Monster sind toll. Das sind auch keine Naturia. Das ist Natur. Also da steht nur Natur. Auf der englische Name steht Naturia. Oh. Würdig. Und du sagst echt? Und ich sag, na klar. Ich hatte auch die Naturia-Ananas. Naturia-Monster sind toll. Der Effekt ist einfach, ne?
That's a beefy Käfer. Leider nicht mehr. Peng, peng, peng! Ich muss mal gleich gucken, ob ich meine Voice Lines da irgendwie ändern kann. Weil es geht mir auf den Keks, dass mein Typ immer sagt, das wird lecker! Ist der das wirklich so auf Deutsch? Oder? Nee, es steht da wirklich, wenn das Duell anfängt, das wird lecker! Oh ja, I want. Ja, kann ich ändern? Oh mein Gott, yes. Machen wir den Weltenbaum mal weg, das Ding könnte gefährlich werden. Ist doch lecker. Und ich sag echt, und ich sag, ah. Das wird mir jetzt den restlichen Tag nicht mehr aus dem Kopf gehen. Nee. Ich find's geil. Sie hat Zauberkarten auf dem Deck, die super in ein Pflanzendeck passen würden. Hat aber nicht ein fucking Pflanzenmonster. Sondern immer nur Insekten oder von Typ Stein. Die Frau, ne? Turia ist halt ein sehr interessanter Archetype. Ich merk schon. Oh wow. Finally some good fucking Pflanzenmonster. Bang, bang, bang. Piercing Damage ist schon witzig. Klink. Aber was will der Kerl denn? Will er sich denn auch damit Karten kaufen oder was? Well. Das finde ich jetzt weniger cool, was du hier treibst, Frau. Ah. Was zur Hölle ist das? Naturungeheuer? It's Naturdoge. Ja, jetzt kiss your deck goodbye. Flop, 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 flop. Oh, come on. Some good fucking food. Hm? Oh. Okay, sie kann ihr Deck schreddern, aber dafür halt... Okay. Okay, das könnte ein Problem werden. Na, die Runde überlebe ich noch, aber wenn ich jetzt kein Monster ziehe, ist Game Over. Dann verliere ich gegen ein bisschen Unkraut. Und das wäre schadhaft. Come on, Monster. Ich hätte mich vielleicht präziser ausdrücken sollen, ein Monster, das ich tatsächlich beschwören kann. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Na gut, wenn ich Glück habe und sie noch... Wenn sie jetzt ein Monster zieht, also ich brauche jetzt richtig Glück, um das noch zu drehen. Nämlich, wenn sie jetzt noch ein Monster zieht und es beschwört, kann ich noch hier strahlende Spiegelkraft aktivieren. Was auch, glaube ich, nicht geht, weil es ist... Nee, das Ding negiert nur Zauberkarten, okay. Das heißt, mein Plan hätte sowieso nicht hingehauen. Jetzt muss ich echt hoffen. Na? Oh yes, sie hat noch ein Monster gespielt. Oh, bitch, you fucked up. Strahlende Spiegelkraft. Destroy everything. Oh, we are back in business. Oder auch nicht, weil ich weiter damit beschäftigt bin, Müll zu ziehen. Wunderbar. Aber sie hat keine Karten in der Hand, also... Ja, das möchte ich tatsächlich nicht. Der bringt mir jetzt sowieso gerade nichts.
Ich möchte nicht, dass du irgendwas mit deinen Viechern wieder machst. Besser als gar nichts. Fahren wir auf Nummer sicher? Fuck it. Ja, so ein bisschen funky ist die Musik schon. Komm, kein Monster oder sowas. Zieh, Trash. Na, okay, so Trash. Na. Es ist auf jeden Fall offenbar was, was schwächer als 800 Angriff ist, sonst wird sie es nicht im Verteidigungsmodus spielen. Ich greif mal an. Das war eigentlich eine dumme Idee, aber ich versuch's mal. Okay. Das ist nur ein Mandelkäfer. Jetzt besiege ich sie mit dem Hasen, ja, das wär's noch. Oh nein! Sie schlägt meinen Hasen mit einem Stein. Geil! Mein Nadelwurm! Er ist wieder da! Scheiße! yes, please. He's back! Geil, ich kann Nadelwurm damit gerade beschwören. Oh, der Retter. Oh. That's game. Die Hälfte davon geht an ihn hier. Wow, ich habe das tatsächlich noch gedreht. Fancy. Und jetzt Kill durch Nadelwurm. Was verloren? Umkehrabschluss. Zerstörung im Kampf. Ihr absolute Zerstörung. Das ist so lahm, ich bin total beleidigt. Wow, okay. Mädel, chill. Gut. Gegen wen? Ich will nicht mal gegen die beiden. Die beiden sind irgendwie dumm. Hier oben immer vielleicht mal ein Cappuccino. Ein Cappuccino, mach das mal. Übrigens, Mr. Schoßmann. Ja. Sie haben sehr viele Zuschauer. So viele? 68. Wow. Kannst du mal sehen, kaum schreibst du Yu-Gi-Oh! In den Titel. Mhm. Yu-Gi-Oh! Ist so deins. Ich glaube, du musst echt mehr Yu-Gi-Oh! Spielen. Ja, das Problem ist, es gibt nicht mehr so viel. Ach, Quark. Es gibt nur noch so diese richtigen Trash-Games. F-Pro geht immer und Trash-Games spielen ist immer auch immer gut. Aber ja, ich mach mir mal einen Cappuccino. Mach das. Herr Ryder meint sogar, es sind 70, Alter. Nein, mein Stein! Alter, 70 Leute. Ergo, wenn ich jetzt einen gesamten Monat nur Yu-Gi-Oh! Streamen würde, meint ihr, ich habe dann endlich mal den Partnerstatus? Das kostenlose Duel Links. Ja, anfangen war es doof, aber mal süchtig as fuck. Duel Links. Stimmt, ich habe davon mal gehört. Ist auf Steam auch, ne? Meines gab's auch auf Steam und ist kostenlos. Fuck. Ist neu auf Steam. Na, so neu jetzt nur auch nicht. Wähle eine Karte, den Gegner kontrolliert. Das muss nicht offen sein. Gut. Dann versuchen wir doch mal. Ich meine, wenn ihr das wollen würdet. Ah. Oh, der Rechner ist ganz gut, ja. Wenn ich gutes Setup kriege, natürlich.
Wow. Hat gar nicht weh. Hat gar nicht weh getan. Oh shit. That's no good. Oh scheiße, jetzt rastet er aus. Überlebe ich das? Danke für die Rakete. Alter. Richtig genugt hier. Ah, stimmt, begrenzer Entferner. Sein Effekt. Da war ja was. Oh, Andy. Achso, Kaffee, ja. Ganz vergessen. Welche Synchros hast du? Nur schlechte. Irgendwie so Gaia und zwei Psi-Viecher, die absolut nichts bringen. Level bist du 3 und ein Empfänger. Swim. Alter. Sag mal was? Spiel entfernt wird. Aus dem Spiel entfernt wird. Mensch, geil. Ich meine, zu Anfang hat man nur schlechte Synchros. Ich hoffe, man kriegt nachher noch ein paar andere Teile, die halbwegs nützlich sind. Weil man muss bedenken, es gibt hier nur bis Synchro. Also, es gibt hier noch keine Exis-Monster oder so. Was eigentlich cool wäre. Einfach um den Rechner zu powern. Nochmal Waboku? Nein, okay. Kaboom. Gehen wir auf Nummer sicher. Ach komm, wirklich. Kanonensoldat. Du hast echt eine interessante Karten, Minion. Weiß nicht, bist du Minion oder bist du Min-Ding-Geding? Bislang wurde noch nicht eine Karte spezial beschworen, wenn ich das Ding auf der Hand hatte. Ist euch das mal aufgefallen? Eine Trap, wie ich finde. Welche Synchros möchte ich mir holen? Keine Ahnung, das, was ich krieg. Da bin ich nicht wählerisch. Magst du eigentlich Shooter wie Serious Sam? Komischerweise, Serious Sam mag ich irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht warum. Aber Shooter an sich habe ich immer kein Problem mit. Ich finde es geil, wie er seine gesamte Backrow verschossen hat. Kannst du ein Monster an einer das dann Gegner kontrollieren? Verteidigungsposition ändern? Die aber gar nicht. Eigentlich nur meinen Rechner gerade buffen. Ich mag es halt nicht. Meine Güte. Ist halt so. Boah, meine Güte, Jungchen. So, wieder da. So ist. Hier, Andy, was gerade vorgeschlagen wurde, was ich auch mal machen könnte, wäre Duel Links.
Hast du davon mal gehört? Das sagt mir so auf Steam. Moment, ich guck mal am besten so bei Google. Sag mal, kann ich mal. Hat Duel Links dann eigentlich auch ein Online-Play? Weiß da deiner von euch? Wenn es über Steam wird, wahrscheinlich. Es ist, soweit ich verstanden habe, überwiegend ein Handy-Game gewesen. Es ist im Grunde genommen einfach Yu-Gi-Oh! Das MMO. Yu-Gi-Oh! Das MMO. Ja. Halt, du spielst halt gegen andere und kriegst dadurch Punkte und schaltest dann Sachen frei. Kannst aber auch echt Geld benutzen, um dir Sachen schneller zu kaufen. Was für ein Deck würde ich mir erstellen? Etwas, was funktioniert. Die Sache ist, man sollte nicht irgendwie versuchen, auf etwas hinzubauen, sondern einfach gucken, was man kriegt und sich daraus das Beste bauen. Eben. So ab der Hälfte des Spiels hast du dann wirklich ein Deck, was auch funktioniert. Musst aber auch ein bisschen farmen. Okay. Ja, das ist mal blöd. Ausgeglichene Reviews. Oh nein, nicht Raketenkrieger. Alles, aber nicht Raketenkrieger. Tritt mit Yu-Gi-Oh! Duel Links gegen Duellanten aus aller Welt an. Ja, das war das MMO, okay. Hat schon seinen Sinn, dass ich das mache. Halte ich mich jetzt nicht für verrückt. Es ist jetzt so halt ein MMO, wo du aber auch so einen kleinen Singleplayer hast, wo du dann gegen die Leute aus dem Anime antreten kannst, aber das war's dann auch. Also quasi um Karten zu verdienen wahrscheinlich. Da würde ich aber ganz ehrlich sagen, da kannst du besser hier Yu-Gi-Oh! Dev Pro spielen. Macht irgendwie dann mehr Sinn. Als Online-Game, sag ich jetzt mal. Da musst du nichts freischalten, da hast du direkt alles von Anfang an. Ja, ist aber auch wieder so eine Sache dann. Also wenn es um die Duelle gegen Leute an sich geht, dann weiß ich nicht, dann würde ich Percy sagen, also Yu-Gi-Oh! Dev Pro Percy, wie auch immer. Babum. Eine Abwehrratte, ja. Tune Warrior. In dem Game gibt's Achievements. Oh. Oh. Nani. Dass man dich damit so triggern und ködern kann. Ne? Nani. Ja, in Death Pro habe ich nachher das Problem wahrscheinlich, dass ich da mit einer Armee von Leuten spiele, wo irgendwelche super übertrieben komplizierten Decks spielen. Naja, solange sie sich an bestimmte Decktypen halten. Sag ich Hallo. Mal, wenn du vom Regelset nur bis XYs auswählst, dann können sie auch wirklich nur bis XYs Monster benutzen. Pendulum und... Da muss ich mir mal anhören, oh, du spielst nur so, oder? Ach. Das ist genau, wenn du sowas wie Nioh spielst. Da muss ich sowieso mal ganz kurz erklären. Aktuell, als wir gestern Nioh gestreamt haben, ne? Da war ich gegen Ende echt hart unterlevelt. Das Problem ist, bei solchen Souls-like-Games habe ich immer Schiss, mich zu überleveln. Ich weiß, in der Regel ist es mir scheißegal, was andere sagen zu sowas. Aber ich habe immer keinen Bock, dass ich mir anhören muss, oh, du bist so überlevelt. Und ich denke mir, boah, ey, halt doch die Schnauze. Ich will doch eigentlich nur mein Ding machen. Level doch einfach trotzdem, ist doch scheißegal. Ja, aber oh, das ist immer so Zeug, wo du dir nicht antun musst eigentlich, weißt du? Ich würde es einfach ignorieren. Ich meine, es ist dein Spielstil. Wenn es denen nicht gefällt, dann sollen sie gehen. Ignore. Boah, es knistert! Ah! Meine Augen! Nee, warte mal. Meine Augen! Es knistert meine Augen! Ah! Die Schmerzen, die sind unerträglich! Falsches Organ! Ja, kann man essen. Bin lecker.
Was denn? Käseringe geholt. Käseringe? Gespießt den Jungen. Soll ich mal ausprobieren. Yes. Krug der Gier, oha. Ist gut als Karte, um einfach um dein Deck voll zu kriegen. Okay, jetzt verliere ich Erdalligator-Schwert. Diese doofe Karte, ey. Meine Ohren werden blind. Ach komm. For the points. Norm. Das Ding ist zwar kein Triceratops, aber es sieht einfach nur aus wie ein übergroßer Vogel. War unnötig, Kumpel. Hab ich überhaupt noch einen Legianer? Müsste ich eigentlich haben. Der Legianer! Mein Lieblingsmonster. Ist voll hübsch. Aus welchem Spiel? Meine Augen können dein Gesang nicht mehr ertragen. Ich hatte es mal gepostet hier in die Konfi, aber ich kann es ja gerne nochmal machen. Auch vor allem, mir fällt gerade auf, es gibt in diesem Spiel ja gar kein Level-System. Das heißt, man grindet ja tatsächlich nur. Moment, das heißt, man könnte tatsächlich offscreen grinden. Oh. Ohne dass ich Angst haben muss, irgendwelche Story zu triggern. Das hat mich ja immer bei Spirit Caller so ein bisschen genervt. Du konntest offscreen nie leveln, weil es immer passieren konnte, dass irgendwann einer angerannt kommt und sagt: Ah! Plot! Plot Tackle! Oh, danke, Andy. Jetzt sehe ich diesen Arsch nicht mehr. Ja, doch. Ist noch, also bei mir ist er noch sichtbar. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist er weg. Ah. Arsch? Ach so. Der Arsch von Alex. Oh. Die sind pretty. Nicht wahr? That's a pretty burp. Ich finde es schön, dass seine Flügel, also von denen da oben, das sieht aus wie so ein Kastanienblatt ein bisschen. Ja. Babuku, ey. Babuku. Babuku. Gibt's einen besseren? Gibt's einen Legianer mit Gold irgendwie? Ein Gold-Reward? Wenn ich einen Gem schon brauche, dann will ich das schon machen. Ich meine, man kann ja sagen, was man will denn. Also, ich überlege gerade, entweder wäre es Duel Links oder Death Pro. Umsonst ist beides. Also, von daher kann es einem relativ schnuppe sein, was man nimmt. In dem einen musst du dir halt nur grinden. Und in dem anderen hast du halt schon alles. Deswegen. Und ich glaube, also ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sag, dass das Duel Links von der Präsentation einfach ein bisschen schöner ist. Das Einzige, was ich weiß nicht, ob sie es inzwischen gefixt haben, aber habe ich das bei den Posts von Caro mal gesehen, die hat das ja mal eine Zeit lang gespielt. Und Duel Links soll eine ähnlich gute Übersetzung haben wie Legacy of the Duelist. Okay, dann wäre es mir auf jeden Fall lieber, weil ich dann einfach in einem Streamer wieder so den Spaß haben kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, aber bei den, sie hat das ja auf dem Handy gespielt und bei der Version waren da so eine. Da denkst du dir so, was stand da bitte? Was ist das? Was? Warum? Ja, das. Da bin ich ganz ehrlich, sowas macht's mir dann schon immer noch ein bisschen eher schmackhaft. No. Trash-Übersetzung. Ja, einfach weil man ein bisschen was zum Lachen hat im Stream.
meine, wenn der Streamer an sich schon so eine Nulpe ist wie ich, dann muss man das irgendwie ausgleichen. Du bist keine Nulpe. Wenn schon bist du eine Tulpe. Du bist rot und du duftest. Alter. Du bist am Bluten und stinkst. Du bist am Bluten und stinkst. So kann man das gesamte Kompliment auch in den Dreck ziehen, Alter. Du bist am Bluten und stinkst. Okay. Oh, warte mal. Ich muss nochmal rein. Der dunkle Valkyrie ist mal auf 3000 hochgepusht. Du. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir können ja Duel Links mal ausprobieren. Ist ja umsonst, kostet ja nix. Frisst ja kein Brot, sagt man ja so schön. Nom nom. Sagt man das so? Ja, ich sag immer, frisst kein Brot. Echt? Ja, kostet dich ja nix. Also, das ist das erste Mal, dass ich dich das hier sagen höre. Ich sag das andauernd. Echt? Ja. Ah. Hab ich nie gehört. So zum Beispiel, Nudeln sind im Angebot. Kauf ich. Wieso nicht? Frisst ja kein Brot. Okay. Da könnt ihr mal sehen, wie er mir zuhört. Was hast du was gesagt? Genau. Oh, durch Piercing Damage. Was? Tod durch Piercing? Mhm. Ich meine, ich könnte auch Death Pro. Das ist ja das Schöne an Death Pro. Du kannst es so designen, wie du möchtest. Also, das muss man den Death Pro ja wieder lassen. Ich hab noch vor dem Muskelkater Hilfe. Oha. Oh, ey, das ist. Ich bin aktuell komplett im Arsch einfach. Irgendwie vom letzten Training jetzt bei McFit, da tun mir noch die Arme weh und die Schultern. Und durch die Aktion gestern, weil ich ja auf ein. Wir haben ja bei uns auf der Arbeit 20-jähriges Jubiläum gefeiert. So, und ergo haben wir dann so eine kleine Party mit so Stationen für die Kinder gemacht und so. Und eine Kollegin von mir, die eigentlich die Kinderdisco machen wollte, die ist krank geworden, weil sie irgendwie Hexenschuss hatte oder sowas. Und, Du willst sie sich auch von einer Hexe erschießen. Ich hab keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall habe ich dann halt die Kinderdisco übernommen, habe so eine Playlist gemacht, wir haben richtig krass den Musikraum geschmückt und ich habe halt, um die Kinder zu motivieren, wirklich die ganze Zeit mitgetanzt. Und dann später habe ich irgendwie es geschafft, 2 Stunden lang ohne Pause durchzutanzen. I don't even know how. So, und irgendwie die Zeit lang war ja alles noch okay. Aber kaum war ich zu Hause und habe gesessen, mir taten die Beine wie, Alter. Ich musste mir Magnesium einschmeißen, weil ich das Gefühl hatte, mir verkrampfen bei die Füße. Das war echt krank. Aber es war lustig. Oh, und ich hatte... Das wird dich vielleicht ein bisschen interessieren, Shadow. Hm? Ich hab mal die Kinder auf Eurobeat losgelassen, ne? Oh, sehr gut. Ich hab da in der Playlist Samurai Blue reingemacht. Und, Alter... Das war Chaos. Das war absolutes Chaos, aber es war cool. Wenn man jetzt mal überlegt, dass Eurobeat überwiegend um Liebe und dumm rumficken geht von den Titeln her. Na, nicht bei Samurai Blue. Nee, aber bei einigen. Es gibt so ein paar Eurobeat-Lieder. Sande! Oh, die sind so abgegangen, wie die Flummis einfach. Das war auf. Wie die Flummis? Ja, wirklich, die sind einfach nur rumgesprungen. Gelaufen, rumgesprungen, haben wannabe Breakdance-Moves gemacht. Ich hab gedacht, die brechen sich das Genick, aber hat irgendwie geklappt. Weiß nicht. Ah. Ach, komm du. Ja, super. Blitz wurde entführt. Beeil dich und rette ihn. Ja, Mensch.
was sagt er auch? Ja, kauf diesen D-Runner. Ist bestimmt geil. Kein Motor, kein Computer. Ernsthaft, soll ich jetzt wieder... Oh, Kinders. Mensch, Kinders. Ich kann sogar rennen. Oh, scheiße. Mio nanda, yo. Was ist los? What? Komischer Typ namens Outlaw. Da fahren wir Gebäude nicht einmal, ich sag's den anderen. Miau. Soll ich gleich gehen und helfen? Okay, soll ich nicht? Wenn du Yosha hier wär. Okay, hier. Keine Ahnung, wie Yosha hier vorhin überhaupt durchgekommen ist. Yosha! Ich kann gerade nicht das Ding dann machen, ich bin gerade Monster bekämpfen. Guck mal, mit dem kann man sich auch duellieren. I want to. Nein, nein, ich will nicht mit Callisto reden. Aber ich mag den Namen. Ich mag den Namen Callisto. Klingt wie Ballisto. Callisto. Callisto. Ach komm. Das wird lecker. Muss ich denn? Ich habe eine kurze Anfrage zu machen. Ja. Ich hatte ja vor, auch in so 20 Minuten zu streamen. Hättet ihr was dagegen, wenn ich hier bleibe? Weil, kein Problem. Ansonsten würde ich mich verpuffen. Nein, ich spiel sowieso Yu-Gi-Oh! Also von daher. Ja, aber ich würd so gerne mal wieder in der Konfi hocken. Ich war ja die letzten Tage kaum hier. Einfach weil ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie gefühlt immer, was ich zu tun. Ich weiß auch nicht. Beziehungsweise gestern war ich einfach nur tot. Deswegen, ich will hier öfter mal wieder hocken. Das ist einfach. I feel so absent. Von mir aus, wie gesagt, gerne. Ich spiele halt eh nur Yu-Gi-Oh! Ah, der hat einen Wurmdeck. Ein bisschen Monster Hunter nebenbei und vielleicht. Da bin ich gleich auch schon weg, ich weiß nicht. Mal gucken. Vielleicht bin ich auch gleich schon weg. That's an ugly one. Ich find's immer geil, wie das Spiel an seinen eigenen Frames erstickt. Au! Hey, Lini! Despacito! Wo ist er denn jetzt da? Mein Gott, die Legiana, der dreht aber auch durch, ey. I wanna step on the gas tonight! Das Lied ist aber auch geil. Richtig delicious einfach. Meine Güte. Ich könnte ja nebenbei deinen Chat auch aufmachen, dann kann ich da mitlesen. Wenn du möchtest. Duo-Wielding! Chat Duo-Wielden. This should work. We take this and place it here? Oh no. Where do we place it? Oh ja, das funktioniert sogar sehr schön. Ich mag es, wenn Sachen sehr schön funktionieren. Oha. So, Angriff der Robohasen. Nani? Duo Stream? Nani? Ich muss ja eh noch einstellen hier. Oh, das ist bitter. Aber da habe ich was gegen. Nani? Oh, gut, dass ich Magic Jammer gespielt habe. Ja. Oh, danke, Odo. Mein Güte. Du kommst ja perfekt. Odo. Oder. Ich wollte gerade sagen, warum ist er jetzt nicht geswitcht? Oh, ich sollte vielleicht... Ich sehe gerade, ich vergesse mal meine Lampe. Ich find's geil, auf dem Kopf von meinen Robohasen steht drauf, I like it.
I like it. The pump gas tonight. Gut, dass ich die Lichtschwerter hab. Mein Gott, Legiana, hör auf zu schreien. Ah. Ich brauch ihr Platz, ey. Gib mir auf den Sack. That's a worm. That's an ugly one. Au. Ach, Udo. Geh weg. U-G-L-Y. Da-da-da-da-da-da. You ugly. Hey, you ugly. Ich muss mal erstmal gucken. Hier ist doch bestimmt so ein bisschen... Ein bisschen Material gefallen. Ja. Ja, Legiana Scale Plus. Genau die brauchen wir nämlich. Nice. Nerf this, nerf this, or nerf this. Nerf everything. Na, nie de fuck. Falls Cheryl gerade im Stream ist, ich gucke gerade noch nach Materialien, die ich abgeschlagen habe. So, nein, ist noch nicht Totenkopf. Nettes Wurmdeck. Nur ziemlicher Wurmtrash. Moment, mehrere CPU-Siege-Bonus. Kriege ich einen Chain-Bonus von gerade mal 9 Punkten für eine Kette? Für eine Kette an Siegen? Ist das wenig? Das ist super wenig. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Also alles, was im Kid. Kumpel, du siehst genau aus wie der andere Typ. Wo soll ich hin? Mein Gott. Die blöden Fliegen. Die 10 Krieger? Was hat der denn für ein Deck? Jetzt haben wir nicht, der fährt ein Samurai-Deck. Aber das sind ja keine 10. Der Arctype heißt da nicht die 10 Samurai. Ach, darüber. Oh, wie blöd, ey. Ist das Kacke. Oh Mann. Wo wollt ihr hin? Meine Fresse. Also die Wegfindung ist manchmal in Monster Hunter echt ein bisschen verwirrend. Das war so ein Problem, was ich damit hatte. Ist das genau unter mir? Ach, der ist genau unter mir. Hi. Ist euch vorhin mal aufgefallen, seitdem wir Final Countdown drin haben, wir haben die Karte noch nicht einmal gezogen. Seitdem wir sie haben. Bin ich die Einzige, die gerade machen wollte? Nee, das ist vollkommen legit. Der Typ hat X-Saber-Monster. Und gemeinsam sind wir stark. Oh, scheiße. Gut, dass ich Seelenschnitte hab. Da kommt er nicht dran vorbei. Aha! Meine Ich Fresse. Bin unbesiegbar! Okay, so small, die geilste Position, um ihn zu bekämpfen. Das ist ein dick Move, mein Junge. Dick Move. Big Dick Energy und so. Okay, 4K hat er. Okay, bis er den hat, das dauert sowieso noch, bis er daraus was machen kann. Jetzt ist er Totenkopf. Oh, dude, Totenkopf. Ja. Das darf der schon machen? Okay. Ach ja, stimmt ja. Jetzt haben wir ein Problem.
Stelle mit dem an? Na gut, den müssen wir jetzt loswerden. Das Duell läuft gerade nur richtig scheiße, weil der sich mein Monster krallt eigentlich. Und das ist ausgerechnet dunkle Valkyrie. Ja, Schnappstahl halt, ne? Nee, Monster Reborn. Oder Monster Reborn. Der Sachs. Sackkopf. Machst du mich jetzt gerade? Nein! Oh. Alter. What the fish? Ich ziehe aber auch gerade nur Monster. Ist euch das mal aufgefallen? Wie tief bin ich hier jetzt gerade runtergefallen? Oha. Einmal zum Erdkern. Ja, ich bin in so einem Gebiet, das halt so riesige Korallen hat und an denen kann man halt hochkrabbeln. Aber wenn du einmal runterfällst, ne, dann fällst du irgendwie 50 Meter tief und kannst dann erstmal gucken, wie du wieder zurückkommst. Ja, danke, dass du ihn schon fängst. Ich komme da nicht mehr richtig hin. Zumindest schon mal Musics anmachen und so. Gut, dass ich eine kleine Armee von Hasen habe. Damit weite ich das Ganze zwar nur hinaus, aber. We believe in freedom. So. Mein Kleben. So hab ich den. Down bekommen, Lidiana halt. Shit. Sieht nicht so aus. Plates geil, Tailwell being played, glitzernd, aber. Nee, muss ich nochmal machen. Fuck. Muss ich nochmal machen. Okay, das können wir noch umdrehen. Hätte ich vorher flippen sollen, ich Idiot. Flip-Effekt. Ja, ach. Natürlich hat er eine Säurefallgrube. Ja, yep, that's game. Das war's. Natürlich hat er eine Säurefallgrube. Komm, Junge, du musst nur angreifen. Mach es nicht unnötig kompliziert. Der will unbedingt meine Zeit verschwenden. Aber ja. Ja, genau, die habe ich versucht zu benutzen, Sharrow, die Schwungkäferhaken. Aber ich bin wohl irgendwie falsch gesprungen und ich bin einfach mal so zwischen zwei Plattformen gefallen und dann einfach tief nach unten. Splish. Dracheneis rettet mir gerade das Leben. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Du wolltest uns rausnehmen. Wie gesagt, ich kann es selber gerade nicht glauben. I can't believe it. Basically, yes. Believe it? Nein, okay. Warum nicht? Hm? Warum soll man nicht belieben? Doch, belieben schon. Ich dachte eher Alter, an die Anlehnung. Wie oft beschäftigt, dass ich das nochmal sehe? Ja, ich weiß, normalerweise normalerweise nicht. Das mache ich wirklich nur dann, wenn ich streame. Wirklich. Du kannst auch in Streamer-Modus gehen. Ja, denn der Streamer-Modus, der geht doch automatisch an, wenn man das mit Discord verlinkt, oder? Jein. Jein. Jein? Du musst es nochmal extra aktivieren. Also du kannst dein Twitch-Profil damit verbinden, mit deinem Discord-Account. Und dann kannst du nochmal den Streamer-Modus anmachen. Aber Streamer-Modus da. Are you fucking kidding me? Ach so, okay, hab ich schon an. Krass. Alter, die Technik. Okay. Technik. Der Typ hat schon wieder fucking bodenlose Fallgrube. Ich kotze im Strahl. Ich hau hier das Comeback des Lebens raus.
Und der Typ sagt sich, nee, hier, meine 30. bodenlose Fallgrube. Sackgesicht. Was? Doch, keine Mission. Ich dachte, ich hätte eine Mission, dass ich Knochenhaufen durchsuchen muss. 12 Punkte für verloren. Geil. It's like nothing. Oh, noch einmal. Okay, komm. Du willst noch ein Duell? Komm. Diesmal träg ich dir den Arsch. Aber dann muss ich den zumindest lassen, dass du zumindest etwas kriegst dafür, dass du, wenn, selbst wenn dein Duell nach hinten losgeht. 12 Punkte. It's nothing. Ja, ist aber nicht... Ich meine, du kannst auch das gesamte, gesamte Spiel mit von Pokémon mit Carbador durchspielen. Selbst wenn du dich softlocks. Was hat das damit zu tun? Weiß nicht, ich wollte einfach nur angeben, dass ich das weiß. Softlocks? Weiche Locken? Ich habe keine Ahnung, ich wollte nur damit angeben, dass ich es weiß. Nothing more. Was meinst du? Spoofy, where are you? Gib mir Weiß. Mein Gott. Gib mir den weißen Buff. So, okay. So. Full Power. Final Countdown. Ach ja, ich sollte vielleicht jetzt, wo wir hier schon kämpfen, den Banditenmantel anziehen. Das ist mal gut. Den Banditenmantel? Des Banditos. Des Bandit, oh nein. Des Banditos. Nuts of the Leal. Das hat nicht funktioniert. Das hat funktioniert. Oh, ich muss mein super Stream-Glas noch auffüllen. Moment. So. Meine Güte. Final Countdown, ne, ist... Entschuldigung. Also an sich, Final Countdown, wir haben jetzt 20 Züge und dann gewinne ich instant. So, Dille. Okay, ich warte jetzt nochmal, bis ein paar Leute eintrudeln und dann fangen wir gleich an, Leute. Easy peasy. Oh, hab ich das Ding jetzt falsch zugedreht? Alter. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Glas habt? Irgendwie so ein Marmeladenglas oder so und ihr kriegt es einfach nicht hin, den Deckel richtig raufzudrehen. Das ist ganz schlimm. First World Problems. Ja, also, das ist eigentlich kein Problem, aber das, du versuchst wirklich, diesen Deckel ganz gerade aufs Glas raufzudrehen. Aber wenn du es tust, dann ist manchmal der Deckel so leicht schief und du kannst ihn nicht weiter reindrehen. Weil du den irgendwie falsch reingehakt hast und du fragst dich, wie ist das überhaupt möglich? First World Problems. Komm, beschwör zwei Monster, dann kann ich wenigstens den Nicht-Synchro-Scheiß. Warum habt ihr auch alle coolere Synchro-Monster als ich? Na, die kriegst du noch. Sternstaubdrache oder so, den sie eigentlich normalerweise nur einmal geben sollte, canon-mäßig. Das ist genau wie den weißen Drachen, den sie eigentlich nur dreimal, viermal geben sollte, bis sich der Typ gedacht hat, well, fuck you. Ah, vielleicht ändere ich nochmal den Stream-Title, fällt mir gerade auf. Natürlich ziehe ich ausgerechnet die Karte, die mir da jetzt nichts bringt. Mann. Ich muss ja nur noch 15 Züge aushalten. Ah. Oh komm, gönn dir. Nicht mit dem Großen. Richtig. So, ein kleines süßes Detail. So. Oh, ich finde das jetzt so gut, dass man das direkt auch auf dem Kanal bearbeiten kann. Das Spiel ist aus 2009, also ich denke mal, dass es dann auch die Regeln aus 2009 sind. Das Spiel kann sich echt gerade ins Knie ficken mit seiner Ironie. Ironie! Hello. Komm, spiel noch ein Monster. Ja, danke. Okay. You activated my Fab Card.
All dein Schund kann weg. So. I guess I missklickt. Aber ich bin mir nicht sicher. Alter, wer spammt mich denn gerade zu? Holy Macaroni. Ich war zum Strahlen. Kann doch nicht wahr sein. Au. Kettenbumerang ist auf der Banlist seit 2008? Was? Karte ist trash. Na, aber ich glaube, das habe ich auch gesehen. Das war, okay, das ist schon eine Weile her. Da hatte ich auch Legacy of the Duelist gespielt. Und ich glaube, da war das auch so. For real, though, die Karte ist trash. Was macht sie nochmal? Setzt ein gegnerisches Monster in Verteidigungsposition und gibt einem von deinen Viechern, glaube ich, 500 Angriff oder so. Na? Die Karte ist trash. Warum sollte man die bannen? Weil wahrscheinlich einfach so nach dem Motto... Gibt bestimmt eine coole Kombination damit. Die dachten sich einfach so, die Karte ist so schlecht. Wir müssen sie jetzt leider bannen. Nee, es gibt Konami bannt nicht ohne Grund. Also es gibt wahrscheinlich irgendeinen komischen Exploit mit einer ganzen neueren Karte. Hallo Eclipse, willkommen im Stream. So. Kriegt den Schwanz warum ja. Abgeschnitten. Zehenschnitter, komm an. Auch gut. Also Leute, heute steht an, wir farmen für den Winter. Brace yourself. Winter is coming. Winter is coming. Also nein, eigentlich ist es jetzt erst Mitte Herbst, aber hey. Man kann nie genug vorbereitet sein. Was? Vergiss nicht, dich genug zu ernähren. Oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ich werfe eines meiner Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomaten. Geil, das Rezept für Spaghetti. Spaghetti. Ja. Hallo Akizamin, willkommen im Stream. Oh mein Gott, wenn das so weitergeht, kriege ich echt noch Final Countdown durch. Aber nicht auf die Art und Weise, wie ich mir gedacht habe, dass es passiert. Man kann die auf mehr als eine Art durchkriegen. Ja, ich meine, ich überlebe gerade mit Hängen und Würgen. Nee, davor war GG-Brecher. Normalerweise ist Final Countdown ja so nach dem Motto, du spielst die Karte und dann verschanzt du dich. Ja, eben. Ach so. Aber ich bin eigentlich gerade, ich stehe mit offener, gelassener Hose hier. Okay. Auf dem Motorrad. Auf dem Motorrad. Hey, kannst du nicht spielen? Nee. Ja, ich hab's gerade gelesen, Eclipse. Danke nochmal. Was? Ach ja, Bone Trousel. Naja, es heißt nicht Bone Struggle, sondern Bone Trousel tatsächlich. Bone Trousel. Bone Zone. Bones online. Boneless Pizza, please. Drei Runden noch? Alex, das ist so sad. Play Despacito. Lichtschwerter, okay, er möchte nicht, dass ich angreife. Okay, ist vollkommen okay. Ich kriege deine Lebenspunkte sowieso nicht runter. Aber ich gewinne gleich durch Final Countdown. Wenn ich seinen nächsten Zug überlebe, gewinne ich. Lol. Oh ja, jetzt dunkle Valkyrie. Frau, du kommst ein bisschen spät. Was? Bodenlose Fallgrube, ja schön. Echt, Mann, dann habe ich das die ganze Zeit falsch gesagt. Okay, hab wieder was gelernt. Hab also mein Sold für heute abgeschossen. Siehst du mal. Wieder was Neues gelernt. Hashtag the more you know. Moment, was wurde gelernt? Dass es nicht Bone Struggle, sondern Bone Trousel heißt. Ach so. The more you know. Das ist wichtiges Wissen. Naja, sonst findest du halt das Lied nicht, ne? Ja. Los. Na, wobei du einfach nur eigentlich Papyrus Song eingeben musst und findest es instant. Ja. Ja. Ja, auch nicht dieses süchtige Kind. Oh, dieses süchtige. Kennt ihr das süchtige Kind, Leute? Das Basketballkind, ja. Ey, das. Ich wollte gerade sagen, das Vieh, aber wait. Das Vieh? Und. Oh, das ist echt hardcore, Alter. Heaven's Judgment! You die! You die! Leute, guckt euch das an für das letzte Feld, Alter. Das ist noch nicht wahr. Ich fühle mich verarscht. Ich will mein Geld wieder. Nein, okay. Kommst du her? Ja, es gibt da so ein... Ich krieg 50 Punkte dafür! Das ist nicht viel. Dafür, dass du 20 Runden aushalten musst.
Eclipse, es gibt da so ein Wein, da ist so ein Kind, das haut irgendwie, das wirft den Ball so auf den Boden und der kriegt da den Ball gegen den Kopf und dann, anstatt dass es Aua sagt oder so, grinst es einfach so richtig psychotisch und dann so ja! So, ja! Der ist so durch, der ist so durch, das ist einfach komplett, aber es ist so lustig. Ist hier irgendwo was Schönes an meinen Zapfen? Nö. Toll. Danke für die Info. Oh, ich sollte echt mir ein Silo bauen oder sowas. Oder zumindest einen Hühnerstall. Aber was brauche ich denn nochmal dafür? Oh Gott. Ein Motorrad. Mit die Oma da drin Hühner. damit Oma damit drin fahren kann, meinst du? Oh nee, genau. Der Typ hat ein Magierdeck. Oh nee. Oh, das könnte richtig Cancer werden. Oh, Totenkopf. Meine Oma fährt den Hühnerstein-Motorrad. Also Legi ist bereits im Totenkopf-Modus. Okay, seit gibt's diese Creeps. Ja, ich weiß, es ist auch ein bisschen creepy, aber wenn man es erstmal gesehen hat, ist es eigentlich ganz lustig. Ich renne hier gerade irgendwie rum wie so ein kopfloses Huhn. Ich weiß nicht ganz, was ich machen will. Ich bin out of plan. Nein, wie viel habe ich wieder oben? No! I'm sorry. Ihr schaut diesen Stream. You're watching auf eure eigene Gefahr. Stream. Was war das, was ich machen wollte? Ja, mal, das ich ist dann. Kein blassen Schimmer. 7. Ach ja, das würde ich nochmal wegbringen. Sag mal, ich krieg jetzt die Sachen, die ich brauche dafür. Oh, ich wünschte, ich hätte eine Haku-Melone. Haku! Haku! Wolltest du. Ja, ich weiß, aber auf den Winter vorbereiten ist so eine ganz grobe Definition. Ich meine, may or may not, vielleicht habe ich ja auch Nightbot ein bisschen rumgeschraubt. May or may not. Was? Wieder kein Gem gekriegt. Mann! Gems are truly outrageous. Hallo, Haley! Also, may or may not. Who knows? Hey, das ist das erste Nette, was du jemals zu mir gesagt hast. Holy shit. Ja, sieh so, du siehst aus, als hättest du den ganzen Tag schwer gearbeitet. Warum nimmst du dir nicht mal den Tag frei? Wow. You look like shit. Naja, ich... Was ich da grob vorhab, ich wollte eigentlich die ganzen Sachen durch hier, soweit es geht, hier im Gemeindehaus machen. Was ist dein Silberschein? Meinst du diese Daily. Diese Daily Dingens, die du kriegst? So. Ich brauch gar nicht alle vier. Oh, Leute! Immer Maromon. Ich sag ja, may or may not, vielleicht hatte ich von Nightbot so ein bisschen den Sack dicht, dass er Leute so übertrieben getimeoutet hat. May or may not. Magischer Vorhang, oha, jetzt will er aber. Ah, verdammt, ich habe schon die erste Regel gebrochen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich wollte jeden Tag mindestens einmal zum Zauberer gehen. Alter, er hat sogar den dunklen Magier, also den roten. Oh shit. Den Arcana-Magier. Ja, ja, den. Oh shit, das könnte jetzt. Tja, was nehmen wir uns denn Schönes? Ah, gut. Krittenzen. Tatsächlich. Oh, da war eine blaue Tapete! Ah, nee, es ist ein Boden. Ist es Sogen? Nee. Ein Boden. Ein Boden? Ich hab Sogen verstanden. Ich nehme den blauen Boden. Ich möchte einen blauen Boden. Ich verstehe nur, was du verstehen willst, ne? Ja, wenn es um Sogen geht, ja. Was? Jeden Tag einmal zum Zauberer? Passiert dann irgendwas? Nicht direkt, bloß ich möchte mich einfach mehr mit dem Zauberer anfreunden. Weil ich den immer außen vor lasse und ich finde das so sad. Mein, er kommt ja halt auch nie in die Stadt und, ne, macht's einem ja auch ein bisschen schwierig. Ne, sag mal, ein bisschen abseits von allem. Aber vielleicht passiert da ja irgendwas Cooles, wenn man sich mit ihm anfreundet. Vielleicht ist ich meine, du hast ja. Das Ding ist, du hast ja mit allen. Look at this. I like it.
Aber jetzt ist die Bodenfliese weg. This is weird, egal. It's pretty though. Nee, was ich sagen wollte. Du hast ja wirklich mit super vielen Leuten, ich glaube wirklich mit jedem mit jedem Bewohner irgendwelche Herz-Events. Und ich habe das Gefühl, seitdem der Multiplayer draußen ist, haben die da bestimmt einiges Neues reingepatcht. Zum Beispiel letztens, das haben wir ja jetzt gestern erfahren, es gibt jetzt einen Bluten-Status-Effekt, wenn du in die Mine gehst. Aber Bluten ist doch voll brutal. Ja, nee, aber er existiert jetzt und vorher... Ich hab den in meinen 213 Stunden Stardew Valley noch nie gesehen. Und dann haben wir den später mal... Ich weiß nicht mehr, wer hatte das nachgeguckt? Oh, ich glaube, das war... War das Kenya? Ich glaube, es war... da hatte sie nachgeschaut und dann hieß es nämlich, dass das anscheinend jetzt erst in den Multiplayer reingepatcht wurde. Also seit dem Update mit dem Multiplayer. Das hat ja nicht nur mit dem Multiplayer zu tun. Oh, Pilze. Ich find's geil, wie hier alle Leute dieselbe Frisur haben, nur in einer anderen Farbe. Und alle einfach mit derselben Pose stehen. Ida-Drache? Er hat einfach seinen Namen genommen. Der Typ heißt Ida. Wie? Warum? Warum sollte man? Gebratener Tintenfisch. Warum sollte man gebratener Tintenfisch? Okay, das war ein bisschen komisch abgepasst. Pilze, was? Wird jetzt wie zu Super Mario zum Thema Drogenpilze? Na, keine Sorge. Hi. Törichtes Begräbnis? Okay. Oh, wann hat er Ich glaube, der Wizard hat im Winter Geburtstag. Was hat er mir denn da jetzt gegeben? Bei Wizard und Winter. Maskierten Drachen. Ach, und er darf jetzt? Nö. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht, höre ich nicht, rieche ich nicht. Tauscht ein Monster mit mir, ne? Was zum Fick, Kamera, please. Oh, ein Lachs! Ein Lachs! Oh, geil, ich wollte schon immer einen Lachs haben. Alter, ich hab... Die Kamera war gerade super weird. Was? Boah, mit Shoshi im Hintergrund habe ich voll wieder Bock auf Yu-Gi-Oh! Leg los, Eclipse. Ein Kaulbarsch. Nee, ich will einen Lachs. Ich möchte ein Butterbrot. Oh, ein Butterbrot. Oh, was ist denn los? Keine Monster auf der Hand. Tut mir aber leid. So, okay. Ich war gerade so astonished, dass ich hier die ganze Zeit den Mund auf hatte. Holy Macaroni. Oh, das kenne ich aber. Das habe ich immer, wenn ich mich konzentriere irgendwie. Ja, das ist richtig nervig. Deswegen streame ich immer ungern mit Cam, weil ich dann immer aussehe wie so ein bekloppter Fisch. Ich denke mir so, anscheinend scheinen die Streams besser anzukommen, weil ich die Cam anhabe, deswegen habe ich sie meistens an. Wahrscheinlich, weil sich die Leute ein bisschen wegen den Expressions abfeiern. Ich habe keinen Unterschied gesehen bei mir, oh, also von daher. Drop it like it's hot. Oh Gott. Fischi! Das ist eine Brasse, das ist kein Lachs. Ich angle jetzt so lange weiter, bis ich den Fisch habe. Fakten über Fische, das ist keine Brasse, das ist ein Lachs. Ja, Cam. Toll, eine CD. Ja. Nein! Ja. Ja! Ich kann das gar nicht so süchtig. Ja! 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 Hätte ich jetzt gewinnen können schon? Du hast Matze. Ja, hätte ich. Ich habe mich verrechnet. Scheiße. Perfekt. Perfekt. Ich will keine Brasse, ich will einen Lachs. Schön Senf an den Arsch. Du kriegst keine Brasse. Ich will keine krasse Brasse, ich will mit klatschenden Lachs. Einen klatschenden Lachs? Yes. Sowas gibt's hier nicht, du.
nur brassen. Ich gehe nach Hause. Verkaufe ich alle. Danach kann ich mir schön Karten kaufen, wenn wir hier durch sind. Was? Hab das nur für den DS und mein alter Emulator geht nicht mehr. Oh no! I'm sorry about that. Wieso geht der nicht mehr? Naja, gut. Weiß ich nicht. Hm. Warum geht er nicht mehr? Naja gut, weiß nicht, ob es bei Shoshi einen Unterschied macht. Bei deinen Streams sieht man halt eine knuffige, süße Vivi. Natürlich kommt es dann besser an. Ja, eben. Das ist bei mir das Problem. Bei mir sieht man nur einen Klops. Na, du bist kein Klops. Hör gefälligst auf, das immer zu sugarcoden. Hä, warum? Because it's fact. No. Oh, hallo, Emily. Willkommen im Stream. Emily? Ja. Also Emily und Amy zusammen? Nein, Amy und dann Lea quasi. Aber ich... Ach so, Emilia. Emilia. Ich mag den Decknamen von ihm. Hohe Schildkröte. Ich spreche es Emily aus. It sounds right. Ich weiß nicht, wie es richtig ist. Nicknames sind immer sowieso, man kann sie nur falsch aussprechen. Ja, ich versuche mein Bestes. Ich erinnere damals an meinen Nonsense-Andy. Nonsense. Nandeska. Und trotzdem haben mich alle Nonsense, und zwar ohne das E nach dem zweiten S geschrieben. Oder ersten S? Ja, ersten S. Snes. Nee, zweites S. Nonsense. Und dann einfach Nonsense. Hallo Raphael, willkommen im Stream. Nonsense. Nicht wundern Leute heute mal mit Konfi. Also für die, die jetzt... Was? Für die jetzt nicht wissen, was abgeht. Ich meine, es sind nicht alle aus unserer Community. Was? Ja, es kommt Warum vor. Nicht? Weil wie, es individuelle Leute sind. Die müssen in unserer Community. Cheeky Dickwaffle. Du, ich hab alles verlinkt. Vivi, die sind in unserer Community willkommen. Heiße sie in unserer Community willkommen. Yes. Hi. Jetzt sofort. Ihr seid willkommen. Beste Ansage, ich weiß. Ich bin so kreativ, Mann. Dass der Schwanz aber auch nicht abgeht von dir, meine Fresse. Was ist mir egal, wie ihr mich nennt, sucht euch was aus. Okay. Marmelade, okay. Nep, nep, Neptune, vielen Dank für den Follow. Der Dual Wielded auf jeden Fall, wer? Der Dual Wielder. Was macht Sinn, warum ich keine Benachrichtigung bekommen habe? Ich habe vergessen, dich auf Twitch zu folgen. Ach, dir auf Twitch auch zu folgen. Das ist total okay, das kann passieren. Alles tutti. Wie gesagt, wer folgt, der folgt halt, und wer nicht folgt, der folgt halt nicht. Oh Gott, so ein Deck spielt der. Ich reiß damit für jetzt keine Leute den Kopf ab. So ein Deck spielt der. Yes. Das ist keine frohe Schildkröte. He's an happy asshole. Ist das hier die einsame Aubergine? Die einsame Aubergine. Das klingt, ja, du kennst, das klingt wie so ein schlechter Romantikroman. Ja, kennst du doch diese Herbstsaat und sowas, was es immer gibt, ne? Wo immer so ein Mischmasch drin ist. Hi. Und das Ding ist, dass... ich das dann halt gerade so alles abgepflanzt habe, und da waren alles wirklich so Sachen drin, die man normalerweise so ganz normal einmal abernten kann und gut ist. Außer eine einzige Auberginenpflanze. 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich noch ein bisschen Legiana-Material. Moment, jetzt muss ich mal kurz sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich meine, man muss dem Kerl ja lassen. Dafür, dass er eigentlich ein Türsteher dann ist, macht er seinen Job verdammt gut, weil sein Deck basiert wahrscheinlich darauf, mir einfach nur auf den Sack zu gehen. Na geil. Ja, Pyramide des Lichts und all so ein Spaß. 6, 7, 8, 9, 10. Guck mal, Leute, da haben wir ja jetzt schon mal unsere 9 goldenen Gegenstände für die Ausstellung. Ist doch super. Warte mal. Und den einen Kram verkaufe ich. 6. Klönk, 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 klönk. Das ist nicht mehr, das so kontrolliert. Ich hab was? Keine. Was? Hallo, LP Together! Ah. Wie machen wir das? Wie holen Sie die Community? Ich zücke meine Angel. Könnte auch.
Level 6, damit kriege ich Gaia. Ach komm, Gaia ist gar nicht mal so schlecht. Wer kann ich den hochpowern? Hey, Mr. Leech! Was? Kannst du mir mal was erklären? Wie schaffst du es, mit gemischten Samen ganze Haselnüsse aus dem Boden wachsen zu lassen? Ich dachte, die wachsen auf Bäumen. That's a good point. Naja, genau genommen. Heißt es nicht eigentlich Haselnusssträucher? Oder gibt es beides? Jetzt kommt's raus. Ich bin jetzt gerade. Ich weiß, es gibt Haselnussbäume. Kennen wir alle. Aber gibt es nicht auch Haselnusssträucher? Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie. Ich denke mir es nicht gerade aus, vielleicht bin ich auch einfach nur gerade allgemein verwirrt. Aber Alter, ich glaube, ja, das gibt es. Kann mal jemand googeln? Kacke. Ich finde das Design von Gaia hier so cool, wenn man angreift mit dem. So, jetzt bringt dir deine dumme Pyramide auch nichts mehr, weil ich jemanden habe mit über 3000. Well, sucks to be you. So, nee, das ist nicht fürs Tag. Hallo Hackbraten, schönen guten Tag. Hackbraten. Jetzt trudeln alle langsam sicher ein. Aber wahrscheinlich, weil Lawrence sich gemeldet hat. Vivi ist eine Hexe, was bin ich nicht? Verbrennt sie. Was? Haselnussstrauch zwischen 10 und 15 Euro. Hä? Hä? Was? Hä? Jetzt das bei Amazon. An. Was? Ich bin. Ich dachte, du wolltest ja einen anfangen. Ich bin verwirrt, Mann. Was passiert hier im Leben? I don't even get it. Was wollte ich jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich wollte. Och, Leute, was passiert hier? Ach so, oh, so funktioniert die Karte. Verwandlungshook 2, wirklich. Schon wieder? Alter, manchmal frage ich mich, wenn ich sowas sehe, ne? Wer bei Konami hat gedacht, dass das eine super Idee ist? Solche Gegner zu designen. Oh, verdammt. Abigail hat Geburtstag, okay. Was? Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber eins weiß ich. Ich bin verwirrt. Also bei mir passiert, dass ich versuche, nicht mehr krank zu sein, denn ich habe Scharlach. Was? Echt? Oh Mann, alles Gute wünsche ich dir. Hoffentlich bist du wieder gesund. Das klingt nicht gut. Was? Kommt beim Abo verlängern kein Alert? Hä? Du hast verlängert? Moment. Kann eigentlich sein, dass es um einen Tag sich verschiebt. Das war bei Katzerate auch mal. Juhu, ich habe den M. Schön. Ach hier, Hackbraten verlängert sein Geschenk-Abo von Florian Hand. Das ist wiederum so eine Sache, wenn du ein Geschenk-Abo bekommen hast, ob du das denn. Ob das denn angezeigt wird? Das verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Aber eben gerade die Alerts haben schon funktioniert. Tiba, vielen Dank für 10 Monate Hype. Auf jeden Fall ebenfalls danke für die Verlängerung, Hackbraten. Vielen Dank. Warte mal, ich kann ja mal kurz. Oh, ich habe die Idee. Ich kann das doch so trick. Warte. Er holt seine ganzen. Trashed aber auch sein Deck damit, also. Ja, das wird angezeigt, aber das andere noch nicht. Ja, er hat das zwei Verwandlungskrüge, also. Moment, das kriegen wir hin, Leute. Warte. Alertbox. Das wird hier aber auch nicht angezeigt gerade. Ich fühle mich beschissen. Ich bin ganz ehrlich, dieses Duell geht mir so richtig hart auf den Piss. Alter, ich sag's euch. So, warte mal. Subscription. Ich meine, solange ich in keine von seinen Dings laufe. Trigger jetzt. Ach nee, ich kann nichts triggern. Stimmt ja. Lichtpyramide. Der Typ zahlt 3000 Lebenspunkte, damit ich mit allem unter 3000 nicht mehr angreifen kann. Ach, Verwandlungskug auch noch. Was? Nee, warte, warte. Okay. Hackbraten, du hast Vivi darauf aufmerksam gemacht. Du kannst einen Preview schon eine Seite machen oder hast du das schon gemacht? Also ist es wichtig? Kumpel, keep on doing it. You're gonna kill yourself, you know that. Ich meine nur, ich hätte einfach ansonsten so ein Test-Alert abgespielt irgendwie so, damit du zumindest den Jingle bekommst. Weil ich finde das so sad. Jingle, la da 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 da. Der Kerl ist so nervig, ey.
Der geht mir so auf den Keks. Ja, stimmt, er flippt den Kram und dann kommt er wieder in sein Deck. Der Typ hat nur Verwandlungskruge. Das hat nichts mit einer Schildkröte zu tun, was du da machst. Doch, du turtelst dich ein. Ja gut, das ist ein guter Punkt. Aber you know what? Komm, lass mein Turn sein und ich weiß, wie ich dich kill. Warte mal, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, was Abigail mag. Ich weiß, sie mochte Amethyst, aber ich glaube, ich habe gerade keinen. Amethysten Quarz mag sie auch. Okay. Vertrau mir. Have trust. Pumpkin mag sie auch. Ah, nee. Bin ich aktuell noch am... And that's game. Sie mag Kugelfisch? Der Typ hat ein richtig schönes Selbstzerstörungsdeck. Würzige Aal, Schokoladentorte. Oh, ich wünschte, ich könnte eine Schokoladentorte. Ich wünschte, ich könnte eine Schokoladentorte jetzt essen. Damn. Aber mal, war das das? War das das? Sorry, Leute, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, wie gesagt, ich meine ganz normaler Quarz. Warte mal, liebt. Nee, ach hier, Quarz, mag. Okay. Ja gut, sie liebt es zwar nicht, aber sie mag es. Ich guck aber nochmal, ob ich einen Amethyst hab. Weil das wäre natürlich Optimus Prime, Alter. Ja, ich hab das wirklich gebracht gehabt. Es wird wirklich gerade so... Wait, what? Alter, Stachelschrauben. Voll die Snyder-Katze. Ach Quatsch, Schleichelkiste. Nee, das haben wir nicht, aber dann bringe ich ihr einfach ein Quarz schon. Was? Naja, Abby ist auch Quarz, also kann sie auch ohne Probleme einen Kugelfisch essen. Ach so. Deswegen auch in den Spruch. Diesmal Waifu. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt ins Skies of Arcadia und mache den Stream auf Handy an. Mach das, Eclipse, gerne. Also was? Kleine Gemlinge aus Nest zu können. Vivi, du musst Shoshi trusten. Ich weiß, falsch geschrieben. Abby ist Shoshis Waifu. Das klingt so cool. Du musst die trusten. You have to trust. It adds the flavor. Yes. Nicht trust is real. Because it adds the flavor. The flavor. Hashtag the flavor. Ich für den Winddrachen Investigation. Hallo Juna! Hallo! Willkommen im Stream! Schön, dass du es geschafft hast! Forever! Oh nein! Dann hat es den! Hevo! Xtoshi X! Vielen Dank fürs Followen! Oh Leute, by the way. Ihr wisst wieder, was welche Zeit es ist. Es ist wieder D-Zeit. D-Zeit. Ich brauch wieder euer D. I need all of you. Oh, scheiße. Wenn da ist Horus drinne. I want. Horus! Was? Schwarzfeuerdrache, ich liebe diese Karte. Take it! Oh, heute ist mein Geburtstag, stimmt wohl. Danke, das ist nett. Yay! Da 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 da. Okay. Heute ist mein Geburtstag, jetzt wo du es sagst. Was ist? Heute ist dein Gewürztag? Mein Gewürztag. Mm, Gewürztage sind die besten. Oh, Dark Magician. Der Darkest of Magicians. Liegender Kamakiri, auch nicht schlecht. Wenn ich ein Insektendeck haben will. Oh, that's alright, Toshi. Thank you for coming by. Und Buster Blader. He's the most busted of Bladers. Oh, I really had to think a moment. Andy? Hm? Apropos Buster Blader. Die Karte hat auch voll noch den Support gekriegt mittlerweile. Mhm, ich hab's gesehen. Ich renne hier gerade schon wieder voll verwirrt durch die Gegenhilfe. Was will ich? Oh, Vivi. Yes? Ich hab die beste Karte. Okay. Rate mal, welche Karte ich gerade gezogen hab. Die beste Karte? Mhm. Muka Muka. Nee, dann wäre Game Over. Ich hab... Oh!
Der legendäre Fischer. Wow. Ja. Oh. Nochmal Nadelwurm. Ich könnte so ein richtiges Nervdeck bauen. Oh, Maschinenkönig. Nice. Und guck mal, ne, was auch immer das hier sein soll. Habe ich jetzt alle? Ich habe alle aufgemacht. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte doch nur den Effekt umschalten. Gut, dann gucken wir halt so. Ancient Potion. Toshi, I hope it's alright that I'm streaming in German right now. But I'm still glad that you came by. Pandemonium. Was? Ich hatte echt vor rund 2 Tagen echt Schwierigkeiten wegen dem Scharlach. Aber es geht wegen der Medizin schon. Ja, Gott sei Dank, ey. Wer will denn schon Scharlach haben? Schwarzflammen. Ich bin froh, dass ich es bisher noch nicht hatte. Scharlachtarn? Scharlachtarn, ja. Na, ich glaube, dann werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen mit der Story versuchen weiterzumachen, bis ich dann die Gegenstände für die Drachen bekomme. Alter, vor allem das Baseballkind. Wie cool. Ja! Ja! Obwohl, nee, das war das Basketballkind, stimmt. Ja, und das hier ist das ultimative Baseballkind. Das habe ich damals geliebt. Ich hab's dreimal jetzt schon. Ich fand dieses Pyro-Structure-Deck, was du damals bekommen hast, richtig cool. Mm. Die Hauptkarte war mir egal. Das ultimative Baseballkind, das war die gute Karte in dem Deck. Ich meine, ist ja auch super. Jetzt habe ich Schwarzflammendrache Level 8, aber keine Form davor. Oh. Oh Gott, Leute, wie sprechen wir in den alten Seemann? Für mich war es immer am schwierigsten, irgendwie den Level 4er zu kriegen. Also. Als Karte. Mhm. Level 6er, ich meine, wenn du den Level 6er hast, kannst du den ja schon spielen. Aber der Level 4er macht das einfach viel einfacher. Vielleicht irgendwie sowas. Ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen. Aber irgendwas sagt mir, dass du noch nicht bereit dafür bist, Mädel. Okay, dann nicht. Jonas, du bist noch nicht bereit dafür. Die Macht dieses Gegenstandes ist noch über deinen Vorstellungskraft. Einmal die Erklärung für alle im Chat. Toshi kenne ich von einem anderen Stream her von einer Freundin, deswegen kennt er mich dann halt auch. Deswegen, seid nett zu ihm. Friendship is a fever. Hi-ya. Dancing in the amber. Das Thema hatten wir erst, von wegen hier so ein Ohrwurm von seinem eigenen Sub-Sound haben. Das ist ganz schlimm. Das ist ein aggressiver kleiner Hamster. Als diese Karte auf eine Weise beschwören wurde, entfernen sie aus dem Spiel. Nani! Oh. Du bist aber Level 2. Nee. Ist Blödsinn. Ich könnte ein trojanisches Pferd in mein Deck nehmen. Ich habe aber keine Feuermonster, ne? So keine. Oh. Gib mir die Treasure. Oh doch, ich habe mittlerweile sogar welche. Nein, ich habe verkackt. Scheiße. Wieso kann man da nicht trotzdem einfach die Truhe mit rausholen? Was? I understand a bit of German, but I have huge issues understanding most of it, so. German is quite a hard language to learn. At most when you're on when you're speaking English or wait, you said you speak French too, right? Then you have less problems with the 3 different articles? Yeah. Oh, heißt es auch Articles im Englischen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Ja. Article. Die haben ja auch Leila und Le. Ist es schlimm, dass ich dabei mittlerweile lachen muss, wenn du Leel sagst? Leel. Was? Leel. Nose, the fish. Boah, das ist was ist das? Kau. Das sieht aus, als wenn es dir das Gehirn raussaugen will. Schlürp. Eine Seegurke. Eine schlüpfrige, schleimige Kreatur, die am Grund des Ozeans gefunden werden kann. Okay.
Ist sie trotzdem, dass es jetzt vielleicht das Gehirn raussaugt? Ja, meistens ist es so. Ein anderes Monster vom Typ Pyro kontrolliert. Es kann diese Karte nicht angegriffen werden. Für den Gegner wäre dann eine Endphase 500 Schadens. Die heilige Seegurke! Die magische Miesmuschel. Warte mal. Funktiv jedes Monster aus deiner Karte. Lege ein Feuermonster außer dieser Karte auf den Friedhof. Knife-Monster gegen 500 Schaden zuzufügen. So toll ist das Baseballkind eigentlich nicht. Es sei denn, du hast schon ein bisschen Setup. Aber das sieht geil aus. Ja, das stimmt. Da kann ich nichts gegen sagen. Aber ich kriege immer noch keine wirklichen Bossmonster zustande, leider. Kennst du diese hyperaktiven Fische? Die sind super Seegurken. Du hast die normale Version gefangen. Nein! Nein. Ich hab aber auch so ein Ding noch nie gefangen. Alter. Was ist das? Was? I gotta go for now. I gotta get ready for work. Glad I could finally get on while you were there. Hehehe. Toshi, thank you for coming by and hopefully I will see you in a English stream of mine soon, because when I'm I plan to do English stream with Sabrina, or you know her as Ray, and well, maybe we should see us there. Have a good day or night or whatever. I think morning when you need to go to work. You can't just say have a good night. Perfectly fine. Oh, have a good night. Have a good day. Good day. Have a good time. Having a good time. Yeah, I know. Having a good time. Having a good time. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Bin sofort wieder da. Das Schlimme ist, ich werde.